bedanke mich sehr herzlich für diesen warmen und herzlichen Applaus. Bei den Temperaturen ist mir das ganz klar. Es wird hoffentlich heiß zugehen bei uns. Wir haben hohe Temperaturen. Das ist für diejenigen zu Hause, die auch ihren Urlaub gerade erst hinter sich gebracht haben, noch ein ganz hübscher Übergang in die Zeit, wo jetzt wieder gearbeitet wird. Ich habe eine lange Sommerpause gehabt und freue mich richtig, heute Abend Sie wieder begrüßen zu können zu meiner neuesten Ausgabe von Wetten, dass. Und ich möchte natürlich auch meine Freunde in Österreich begrüßen. Und in der Schweiz, so nah waren wir eigentlich lange nicht mehr. Ich habe einmal in Wien Wetten, dass gemacht und einmal in Basel. Aber hier in Ravensburg, das ist ein Katzensprung, um rüber in die Schweiz zu kommen. Ein Katzensprung nach Österreich. Wir sind ganz nah zusammengerückt. Und ich hoffe, dass uns das heute ganz besonders verbinden wird. Ravensburg selbst hält uns alle gefangen. Eine Stadt mit einem herrlichen Charme. Und die Menschen, die lächeln hier so viel. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, die Sie hier leben. Hier sind immer lauter lächelnde Gesichter, wo immer man spazieren geht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran das liegt, aber vielleicht an der heiteren Atmosphäre hier im Süden Deutschlands. Und ich könnte mir vorstellen, Mona Lisa muss eine Ravensburgerin gewesen sein. So. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe mir wieder prominente Wettkandidaten ausgesucht und die möchte ich herzlich begrüßen. Ihnen zur Freude und zu Ihrem Interesse herzlich willkommen, Georg Leber. Mit dabei eine wunderbare Schauspielerin, Heidelinde Weiß. Peter Hofmann. Direkt von der Insel Maima zu uns gekommen, gab Lennart Bernadotte. So, meine vier prominenten Gäste sind da. Einer fehlt mir. Und für mich der wichtigste, nämlich mein Saalkandidat. Das ist die Überraschung, die jetzt auf uns zukommt. Wir wissen ja in etwa, was heute Abend gewettet wird, aber die fünfte Wette, wird sie gut, wird sie schlecht, wird sie lustig, schaffen wir sie nicht, das entscheidet jetzt unser Publikum. Und ich danke Ihnen allen, die Sie mir Wetten abgegeben haben. Und viele werden jetzt hoffen, hoffentlich hat die Redaktion in der Viertelstunde, die uns blieb, ihre Vorschläge anzuschauen, auch das Beste rausgepickt. Also, ich fange mal an mit einer Wette von Maike Wegener. Ist Maike zufällig hier? Aha, da hinten. Sind Sie das? Maike Wegener, wo sind Sie? Zeigen Sie sich mal. Da vorne in der ersten Reihe, vielleicht könnt ihr sie zeigen. Und Maike wettet mit uns, dass Frank Elstner es nicht schafft, 15 Großmütter, die nicht älter sind als 40 Jahre, mit je einem Kinderwagen auf die Bühne zu bringen. Kommen Sie aus Ravensburg? Nein. Aus Bayernfurt. Ja, da scheinen die Menschen auch zu lächeln. Das ist ja nicht so weit weg von hier. Sie sind so ein lächelndes Exemplar, von dem ich vorhin gesprochen habe. Nächste Wette hier, nächster Vorschlag. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 10 Personen auf die Bühne zu bekommen, die die Namen tragen Pfeffer, Salz, Senf, Paprika, Kümmel und Knoblauch. Viele Erfinder rund um Ravensburg und Friedrichshafen haben höchstwahrscheinlich meinen nächsten Gast hier zu dieser Wette animiert. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 6 Erfinder mit Ihren Erfindungen auf die Bühne zu bringen. 6 Erfinder mit Ihren Erfindungen. Und Sie klatschen nicht? Und der letzte Vorschlag für heute. Der letzte Vorschlag. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 5 geschiedene Standesbeamte auf die Bühne zu bringen. Liebe Gäste hier in Ravensburg, Sie entscheiden jetzt, wer mein Saalkandidat wird. Und deswegen lese ich Ihnen das in Stichworten nochmal ganz schnell vor. Und an Ihrem Klatschen entscheide ich, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Entscheiden Sie sich bitte jetzt für die geschiedenen Standesbeamten. Entscheiden Sie sich bitte jetzt für die 15 Großmütter, die nicht älter als 40 Jahre sind.
Das ist bisher der klare Favorit. Ja, gut. Und jetzt die 10 Personen, die die Namen haben: Pfeffer, Salz, Senf, Paprika, Kümmel und Knoblauch. Und die 6 Erfinder mit den 6 Erfindungen. Also, eins ist mir in der Kürze der Zeit klar: Hier gibt es 2 Favoriten. Und zwischen diesen beiden Favoriten müssen wir noch mal ein Stechen klatschen lassen. Das geht nicht anders. Und zwar, Favorit war die Geschichte mit den Namen Pfeffer, Salz, Senf, Paprika, Kümmel und Knoblauch. Klatschen Sie noch mal jetzt, bitte. Damit ich die Entscheidung nicht alleine treffen muss, sind Sie jetzt mein Schiedsrichter. Was machen Sie beruflich? Ich bin Kaufmann. Gut, Sie helfen mir jetzt, ja? Das war der Applaus für Pfeffer, Salz, Kümmel, Knoblauch und Majoran, was da alles dazugehört. Und jetzt für die 15 Großmütter, die nicht älter sind als 40 Jahre mit je einem Kinderwagen. Also ich glaube, das war einstimmig. Wir machen uns jetzt auf die Großmuttersuche. Eine Frage an Sie. Haben Sie zufällig, kennen Sie eine Großmutter, die nicht älter ist als 40? Also sollte Ihnen noch eine einfallen, ja? Rufen Sie sie bitte an und schicken Sie sie alle hier rüber, denn die Wette nehmen wir an in diesem Moment. Und das heißt, meine Saalkandidatin kommt von da drüben, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und zwar ist es Maike B. Wegener. Maike, ich begrüße Sie. Ich kann ein Glück haben. Was? Ich kann ein Glück haben. Maike, wo kommen Sie her? Ich lebe im Moment in der Schweiz. Ich komme aber sonst aus Nordrhein-Westfalen, aus der Nähe von Dortmund. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Operationsschwester. Ah ja, dann können Sie bei der Operation hier Kinderwagen, 15 Großmütter, 40 Jahre natürlich die Hauptrolle spielen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Es war bei einer Bierlaune. Wir waren beim Angeln gewesen, haben ein Bier getrunken. Und irgendwie ist es dann einfach gekommen. Wir haben über Eltern und Großeltern gesprochen und ist mir das eingefallen. Kennen Sie eine Großmutter, die 40 ist? Nee, eben nicht. Sie kennen keine? Ich hatte zurückgerechnet, wie alt meine Eltern sind und wie weit es dann wäre. Aber das kommt nicht mehr hin. Ich habe für Sie eine tolle Überraschung. Und alle werden sich jetzt wundern, was wir hier machen. Wir beide gehen nämlich jetzt gleich spazieren. Normalerweise führe ich Sie dann immer rüber auf den Platz. Ja, ich kann Sie ja jetzt schon mal sicherheitshalber bekannt machen mit all den Gästen, die gegen Sie wetten werden. Sie werden Herrn Leber sicher kennen, die Heidelinde Weißen, den Herrn Hofmann. Soll ich doch schon rausgehen? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe nämlich eine Überraschung für Sie. Und da muss ich auf die Sekunde mit Ihnen draußen ankommen, sonst funktioniert es nicht. Jetzt müssen wir ganz schnell gehen. Liebe Ravensburger, ich möchte mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Maike, wir beide gehen jetzt hier raus. Ich darf mir erlauben, Ihnen da drüben unsere Kamera vorzustellen. Und hier ist die Überraschung. So, Maike. Damit kann ich nur sagen, die Olympischen Spiele sind beendet und hiermit erkläre ich die Ravensburger Spiele für eröffnet. Maike, kommen Sie zu mir. Mann, war das ein Krach. Das konnten wir nämlich nie proben, weil der gute Bursche kann nur einmal fliegen. Und ich würde ihn jetzt auch gerne sofort mit in die Halle bringen, unseren Raketenmann, der aus Amerika zu uns gekommen ist. Aber bis er jetzt alles hier abgebaut hat und bis er wieder zu einem normalen Menschen umgezogen ist, dauert das ein bisschen. Jetzt darf ich Sie bekannt machen mit meinen Gästen. Maike, das ist Ihr Platz, direkt neben dem Grafen. Puh, das war ein Riesenkrach eben. Und ich hoffe, dass ihr so nett seid und euch darum kümmert, wenn mein Raketenmann wieder wie ein normaler Mensch aussieht, ihn zu mir zu schicken, damit ich endlich mal fragen kann, wie lange kann man mit so einem Gerät denn überhaupt fliegen? Herr Leber, Sie waren mal Verteidigungsminister. Sie müssten sich ja eigentlich mit solchen Raketen ein bisschen besser auskennen. Haben Sie das Gerät schon mal selber in Funktion gesehen? Dieses hier? Ja. Nein. Das war also das Gerät, mit dem die Olympischen Spiele bei der Eröffnung sozusagen eingeweiht worden sind von einem Stuntman, der quer durchs Stadion geflogen ist. Wir haben hier als Flugstrecke die Strecke vor der Halle genommen und sind eben so die Ohren zugefallen, Maike, dass wir gar nichts mehr verstehen. Schon hier, schon hier.
Das heißt, für Sie war das auch ein überraschend neues Gerät, ja? Ersteinsatz, ja. Ja, der erste Einsatz. Maike, Sie haben uns schon so nett gesagt, was Sie alles machen. Sie sind also Operationsschwester. Mhm. Und machen Sie jetzt ein paar Tage Urlaub? Ja, Urlaub ist übertrieben. Ich habe gestern frei bekommen und habe freies Wochenende und bin dann halt nach Ravensburg mal gekommen. Das ist ja nicht sehr weit von der Schweiz her. Sie wirken so unglaublich sicher. Haben Sie in diesem Beruf schon mal gearbeitet? Ich würde gerne, aber bisher ist es nicht der Fall. Sie sind überhaupt nicht nervös? Ja, ein bisschen schon, doch sicher, ja. Natürlich. Das ist ganz klar. Gut, dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten und ich möchte Ihnen sagen, die Sie alle zu mir gekommen sind, wenn Sie eine Wette verlieren heute Abend, müssen Sie ja irgendwas tun. Ich nehme an, dass auch die Heidelinde Weiß sich schon überlegt hat, was macht sie, wenn sie verliert, und der Peter Hofmann und der Graf. Und auch Sie müssen sich natürlich was einfallen lassen. Was machen Sie, wenn Sie verlieren? Nur vorerst müssen Sie mir eine Chance geben, jetzt die Ravensburger ein bisschen heiß zu machen, ja? Liebe Großmütter, die Sie nicht älter sind als 40, bitte kommen Sie doch mit Ihrem Personalausweis oder Ihrem Geburtsschein oder Ihrem Pass zu uns mit dem Kinderwagen und stellen sich bei uns vor. Auch wenn nur eine kommt, dann hätten wir zumindest mal eine gesehen. Ja? Ich bin gerne bereit, diese Wette zu verlieren, weil ich die Idee so nett finde. Und wer bei mir verliert, das möchte ich meinen Gästen hier nochmal betonen, muss was tun. Und dass diejenigen, die bei mir verlieren, auch etwas tun, möchte ich jetzt beweisen, indem ich Ihnen mal ein paar Fotos zeige und anschließend auch einen kleinen Film. Denn der Erste, der verloren hatte in der vergangenen Sendung, das war mein Landwirt, Herr Wendland. Vielleicht erinnern Sie sich an die Kuh Waltraut. Und er hatte dann Besuch vom Denver-Star Pamela Sue Martin. Ebenfalls verloren hatte Johanna von Kotschian. Sie ging in ein Berliner Theater und hat dort tatsächlich die Garderobe abgenommen. Wir wollten dort eigentlich ein Filmchen drehen, haben das nicht mehr geschafft, aber ich darf die Johanna ganz herzlich von hier aus grüßen. Ich weiß, dass sie jetzt unserer Sendung zuschaut und danke schön, dass du deinen Wetteinsatz gehalten hast. Ja, und Dritte im Bunde war Caroline Reiber, die für einen guten Zweck versteigerte auf dem Viktualienmarkt in München und auf dem Fischmarkt in Hamburg. Und ich glaube, in München hat sie etwas Lehrgeld zusammenbekommen. In München waren es 3.399 Mark, in Hamburg 500 Mark 25. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein Filmchen an. Wir haben nämlich Pamela Sue Martin tatsächlich in den Kuhstall geschickt. Und es war ein Riesenauflauf dort. Also wir haben ihr natürlich erklärt, das ist der Mist und das ist die Kuh. Auf jeden Fall, sie hat's gemacht und wir haben uns darüber alle gefreut. So, und nun ist er da, unser Raketenmann, Kenny Jepson. Begrüße Sie, Herr Fisch, Kenny. Kenny, wir haben Ihnen so einen Knopf ins Ohr gemacht, weil wir es dann etwas leichter haben mit der Übersetzung. Sie sind ja nicht der Mann, der im Olympiastadion geflogen ist, sondern einer Ihrer Kollegen. Sie sind ein Team. That's right. Das ist richtig. Zwei von uns haben diesen Raketengürtel. Bill Suter ist 40 Jahre alt, hat den Raketengürtel schon seit vielen Jahren geflogen und hat mich angerufen. Ich mache das jetzt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele. Und soll ich das machen? Und ich sagte dann zu ihm, ja, du bist mein guter Freund, wir werfen eine Münze und dann sehen wir. Wir haben jetzt alle natürlich diese Bilder gesehen und das ist ja oft genug gezeigt worden, auch im Fernsehen bei den Olympischen Spielen war es diese Überraschung. Ich habe es eben zum ersten Mal selber live erlebt, wir konnten das nicht proben. Das ist auch verhältnismäßig teuer, die Raketenfüllung, wenn man so will. Aber mir schien, dass Sie unglaublich hoch gegangen sind, dass das ganz schnell nach oben startet. Wie hoch können Sie überhaupt mit dem Gerät fliegen? Man hat nur rund 20 Sekunden zur Verfügung. Man kann also in die Weite fliegen oder es auf die Höhe anlegen. Man kann vielleicht 80, 100 Fuß hochfliegen in 20 Sekunden, das sind vielleicht 30, 40 Meter, oder man kann weiterfliegen und dann nicht so hoch. Ich meine, als der erste Mal auf einem Surfbrett stand, hat er damit eine ganze Welle von Surfbrett-Fanatikern nach sich gezogen. Können Sie sich vorstellen, dass man dieses Raketengerät so beherrschen kann, dass das andere auch fliegen könnten, oder wird das immer nur eine Ausnahme für wenige bleiben? Ja, ich glaube, in Zukunft wird es sicherlich Raketengürtel geben. Aber man wird wahrscheinlich den Antrieb noch ändern müssen, weg von den Raketen, denn der Treibstoff ist sehr teuer und ist nicht einfach zu bewältigen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind. Mir hat der Herr Leber, der mal Verteidigungsminister bei uns war, gesagt, solche Entwicklungen gab es mal bei der Navy. Ich glaube, die sind eingestellt worden, weil sie eben nur 20 Sekunden fliegen können. Ist das richtig?
That's correct. That's correct. Ja, so war das genau. Army originally was funded. Ursprünglich hatte die Armee Geld bekommen, also nicht die Navy, um das zu entwickeln, und man hat das für Aufklärungsarbeiten eingesetzt. Aber das hat halt nur 20 Sekunden vorgehalten und das reichte nicht. Ich weiß, dass heute Abend viele Sehnsucht bekommen haben, weil ein Menschheitstraum zumindest für wenige Sekunden in Erfüllung geht, zu fliegen. Und ich weiß, dass es viele gibt, die Hindernisse zwischen sich und uns oder wo auch immer auf der Welt haben, wo sie gerne mit so einem Rucksack bepackt dorthin fliegen möchten, wo sie sich wohlfühlen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen noch gute Flüge weiterhin auf Ihren europäischen Reisen. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Herr Lieber, ich hatte das große Vergnügen, mal vor vielen Jahren mit Ihnen bereits in so einer Talkrunde gesessen zu haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da habe ich schon gemerkt, dass Sie so etwas Schelmisches in Ihren Augen haben, dass Sie sehr viel Humor verstehen. Sie haben einen ernsten Beruf, die Politik ist nun wirklich kein Lustspiel, aber Sie haben sich für Ihr Privatleben doch immer noch den Humor bewahrt. Aber Sie haben eine Zeit hinter sich, die den ganzen Leber gefordert hat. Sie haben als Schlichter im großen Tarifkonflikt mitgewirkt, eine Situation herbeizuführen, die uns alle erleichtert hat. Aber vielleicht können Sie uns das selber sagen, Ihre 15 Tage mit 2,5 Stunden Schlaf, die Nachtkonferenzen mit Frühsport nachts um 3 im Garten, erwischt vor der ZDF-Kamera. Wie würden Sie das Ganze resümieren? Wenn man eine solche Aufgabe übernimmt, muss man sich im Klaren darüber sein für sich, dass man eine Last aufnimmt und dass man in einer großen Verantwortung steht, die auch alles herausfordert, was man ganz einfach zur Lösung einsetzen kann. Ich war mir im Klaren darüber, wenn wir und damit auch ich scheitern würden, das Land vor einem unübersehbaren Chaos stehen würde, große Teile der Wirtschaft und der Gesellschaft betreffen würden. Das spornt natürlich an und treibt und nimmt in die Pflicht. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich möchte nur dieses sagen. Bei aller Bescheidenheit, die in einem solchen Fall nötig ist, ich bin doch ein wenig stolz darauf, dass ich das Privileg hatte, in einer Phase, in der es um existenzielle Bedingungen in unserem Lande ging, in dem der innere Friede zu zerbrechen schien, die wirtschaftliche Entwicklung und Entfaltung unterbrochen war, Scherben zu erkennen waren, zu meinem Teil etwas mithelfen durfte, den inneren Frieden wiederherzustellen. Sie drücken, und damit Sie drücken das sehr bescheiden aus. Sie haben nicht nur zu Ihrem Teil mitgeholfen. Sie sehen das an der Reaktion unserer Zuschauer hier im Saal. Ich glaube, überall, wo Sie rumlaufen zurzeit, wo Sie durch die Straßen gehen, kommt man auf Sie zu. Man spürt eine Erleichterung der Bürger, die mit Ihnen sprechen. Ich habe das selber erleben können. Man klopft Ihnen auf die Schulter und sagt, Mensch, wie gut, dass Sie da geschlichtet haben. Denn lange hätte man, glaube ich, diesen Arbeitskampf nicht mehr durchhalten können. Rein volkswirtschaftlich gesehen hätte es vielleicht nach ein paar Wochen später ganz düster für uns alle ausgesehen. 14 Tage später wahrscheinlich schon, ja. Herr Lieber, wenn Sie so ein erfolgreicher Schlichter sind, dann muss man natürlich mit beiden Seiten gut können. Sie haben ja in Ihrem ganzen Leben immer verschiedene Dinge unter einen Hut gebracht. Sie sind praktizierender Katholik, Sie waren in der Gewerkschaft, Sie waren Verteidigungsminister, Politiker. Dies alles unter den Hut zu bringen, heißt das, zu viele Konzessionen an die anderen zu machen? Oder heißt das, genügend Toleranz von sich selbst zu geben? Nein, Sie dürfen in wichtigen Dingen überhaupt keine Konzessionen machen, sonst scheitern Sie. Die wichtigste Voraussetzung in meinem Falle war, dass beide mich gerufen hatten, darauf habe ich auch bestanden, dass ich Vorsitzender der Kommission war und selber Stimmrecht hatte. Beide wussten auch, dass es beim Scheitern dieser Schlichtung danach nichts mehr geben würde als offene Chaos. Das war eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und im Übrigen braucht man, wenn man eine Lösung haben will, eine eigene Idee, die in den Verhandlungen bis dahin noch nicht zerschlissen ist. Die habe ich im richtigen Augenblick eingebracht und beide haben gemurrt, gleichmäßig und gleichgewichtig. Beide waren erleichtert, gleichmäßig und gleichgewichtig. Und dann habe ich die öffentliche Meinung, also die Presse, als dritten Verhandlungspartner eingeschaltet. Auch das Fernsehen hat mitgewirkt und war mir im Klaren darüber, dass es
wenn es überhaupt einen Weg gibt, diesen Arbeitskampf, den schwersten seit die Bundesrepublik besteht, zu beenden, dann auf dem Weg. Und dann haben wir gekämpft. Nachts durch bis morgens in die Früh. Ich möchte... Ich möchte dies so stehen lassen, denn wir können uns jetzt mit Sicherheit noch stundenlang darüber unterhalten. Ich weiß, Sie sind ein sehr bescheidener Mensch, Sie haben das gar nicht so gerne, wenn man Sie immer auf den Rücken klopft, auf die Schulter klopft und sagt, der Leber hat's gemacht, aber Sie haben es eben gepackt. Aber ich hätte eine Bitte an Sie, damit wir wieder den Übergang in die Unterhaltungssendung finden. Sagen Sie mal, wollen Sie nicht mal schlichter spielen bei Beckenbauer und Schuster? Also wenn ich... Sehe schon die Fußballer winken hier im Saal. Wenn ich die gleichen Prämissen anwende, dann müssten beide mich bitten oder beide mich dazu auffordern. Dann würde ich versuchen, wenn es möglich ist, mit ihnen zusammen eine Frequenz zu finden, die noch frei ist, auf der beide wieder senden und empfangen können. Das wäre zwar nicht eine Schicksalsfrage für die deutsche Nation, aber eine ungeheure Sache für den deutschen Fußball. Da nagel ich Sie sofort fest. Das heißt also, wie in Ihrer Rolle als Schlichter, beide Seiten müssten Sie darum bitten, diese Vermittlung zu übernehmen. Das heißt, wenn Herr Beckenbauer und Herr Schuster Sie anruft, dann würden Sie die nach Hause einladen, mit denen reden. Mit ihnen reden, wo auch immer, aber Schlichter, die sich anbieten, sind nicht viel wert. Herr Leber, ich werde jetzt hartnäckig sein, dass es zu diesem Gespräch kommt. Heidelinde. Ich kann mich mit Ihnen noch stundenlang unterhalten. Ich weiß auch, dass Sie ein großartiger Maler sind. Vielleicht haben wir nachher in der Sendung Zeit, noch mal über die Malerei auch ein bisschen zu sprechen. Aber ich möchte jetzt einmal durch die Runde gehen, damit wir schnell anfangen zu wetten. Heidelinde, heute so hübsch gemacht im Dirndl. Ist das eine Dokumentation für die Liebe zu Kärnten? Trägst du gerne trachtenähnliche Kleider? Wie kommt es dazu? Es ist eine Dokumentation, das stimmt, aber... Du hast mich vor 2 Tagen angerufen und gefragt, magst du, hast du Lust, kommst du zu mir in die Sendung? Und ich habe gesagt, ich mache gerade 8 Tage Urlaub. Ich müsste 2 Tage abschneiden. Und das Schlimmste ist, ich habe nichts anzuziehen, denn ich fahre in unser Haus nach Kärnten mit Jeans und Pullover und Bikini und da nur das Unterteil. Und das Einzige, was ich da habe, ist ein Dirndl. Ob wir hätten dich im Bikini-Unterteil auch genommen. Du bist aber ja, das ist schöner. Du bist ja das auch eine leidenschaftliche Gärtnerin, glaube ich. Da hast du mit Graf Bernadotte etwas gemeinsam. Nur mit dem Unterschied, bei euch wird nicht so sehr gepflegt, sondern da gibt es so eine Art Wildwuchs-Bauerngarten, oder? Kleine Korrektur. Ich bin keine Gärtnerin. Ich verstehe viel zu wenig davon. Aber meine Mutter... Und sie hat dieses Jahr etwas gemacht, was mich unbeschreiblich fasziniert hat. Sie hat einen Bauerngarten angelegt, in so einem Lattenzaun. Und da sind die buntesten und nicht mal schönsten, aber verrücktesten Blumen. Und ich habe gelernt, dass der Witz dabei ist, nicht, dass die Bauern Blumen gepflanzt haben, weil sie so schön sind, sondern weil jede Blume einen bestimmten Geruch hat und Insekten abwehrt oder Ungeziefer abwehrt. Und so haben die Bauern Blumen gepflanzt. Bravo, und ich finde, das ist eine unbeschreibliche Idee, über die man nachdenken sollte. Graf Bernadotte, Sie geben spontan Applaus als Fachmann. Sagen Sie, ja, das ist richtig, so muss das sein. Aber genau das, jawohl. Es wird ja viel zu viel Gekünsteltes geboten heutzutage. Und deswegen ist es herrlich zu erfahren, dass es noch Leute gibt, die wirklich noch auf dem Boden der Wahrheit stehen. Deshalb habe ich mich so sehr über diesen Bauerngarten gefreut. Apropos gekünstelt, Peter Hofmann. Viele werfen ja vor, dass die Welt der Oper ein bisschen eine gekünstelte Welt ist. Empfindest du das auch so? Durchaus. Das heißt, wenn du dich so einschnürst in deine Riesenroben zu deinen Auftritten, da kommst du ja auch ein bisschen komisch overdressed vor. Ja, das erste gekünstelte ist wahrscheinlich die Tatsache, dass man ja singt. Also das Wenigste wird ja so im allgemeinen Gebrauchsleben gesungen. Man bestellt im Restaurant und nicht etwas, in dem man singt. Oder man erklärt auch nicht die Liebe zu jemandem, indem man singt. Das geht nur in der Oper.
Naja, gut, ich meine, die Italiener, die musst du mal sehen, wie die singen, wenn die sich verknallt haben. Also, ich stelle mir auch... Sag mal, Peter, wie kommt das eigentlich immer zu den Tenorwitzen? Man hat immer das Gefühl, Tenöre, die haben irgendwo da, wo die anderen das Gehirn haben, einen Hohlraum, das ist der Resonanzraum. Nein, ich meine, warum zieht man die Tenöre immer so durch den Kakao? Naja, der Tenor ist immer der Liebhaber. Und wenn er dann auch noch gut singt, dann fliegen ihm die Herzen zu. Und das erzeugt natürlich Neid. Und der löst sich dann in diesen gehässigen Witzen. Maike, da hat er sich nett rausgeredet. Gell? Das hat er wirklich gut gemacht. Es ist aber so, dass... Natürlich, die Witze, die sind schon ein bisschen gemein, aber die besonders über die Tenöre, also ich meine, wir haben ja schon mal oft zusammengesessen und so ein paar Geschichten. Ja, wenn er erzählt, man lacht Tränen, weil er natürlich einen nach dem anderen kennt, weil er sich dadurch nicht angegriffen fühlt. Sag mal, du bist ja eigentlich so ein Bär, so ein Kraftprotz, warst 10-Kämpfer, bis 10, 6 auf 100 Meter gerannt, über 7 Meter gesprungen und du warst 7 Jahre bei der Bundeswehr. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass ein Mensch, der 7 Jahre bei der Bundeswehr ist, dann auch noch eine Weltopernkarriere macht. Glaubst du, dass die Bundeswehr dazu beigetragen hat, dass du so ein guter Sänger geworden bist? Also während der Bundeswehrzeit war ich dadurch, dass ich ständig bei jeder Gelegenheit gesungen habe, nicht nur Marschlieder, sondern wenn wir Duschen auf dem Dienstplan hatten, dann war ich der, der also noch 2 Stunden länger geduscht hat, wenn es am Abend war, weil da die Akustik so schön war. Man muss dann nicht so gut singen können, das klingt jeder irgendwie gut. Ne? Also dein Start war Latrinentenor. Ich habe gesagt, Dusche. Als du eben diesen Raketenmann hier reinfliegen sahst, das wäre doch eigentlich was für dich. Du bist selber Fallschirmspringer. Würdest du dich trauen, mit so einem Ding rumzufliegen? Ja. Ja? Soll ich jetzt? Graf, jetzt muss ich mal zu Ihnen kommen. Ich habe mir lange überlegt, man darf ja nicht Herr Graf sagen. Das ist falsch, nicht? Man sagt also Graf Bernadotte. Ja, am liebsten sagen Sie Graf Lennart zu mir. Das habe ich am liebsten. Ja, das finde ich nett. Herzlichen Dank. Wenn man sich mit Ihrem Leben etwas beschäftigt, dann hatten Sie eine sehr schwere Jugend, Sie hatten eine sehr schwere Zeit, so bis etwa zu Ihrem 40. Lebensjahr. Und schön wurde es eigentlich zuerst in den letzten 20 Jahren. Denn was zum Beispiel der jetzige schwedische König getan hat, dass er eine Bürgerliche geheiratet hat, das haben Sie ja schon viel früher erfunden, nur mit dem Unterschied, Sie mussten dafür büßen. Ja, das stimmt. Ich war der Erste. Ich habe es nicht direkt erfunden, aber beinahe. Aber damals waren die Bestimmungen noch natürlich viel, viel, viel ernster, als sie heutzutage sind. Das wurde nach und nach etwas aufgelockert. Aber es stimmt, dass im ursprünglichen Grundgesetz und in der Sukzessionsordnung für Schweden stand drin, dass ein Prinz aus dem königlichen Hause eine Bürgerliche überhaupt nicht heiraten durfte. Aber man hatte den König vergessen. Aha. Über den König stand nichts. Und das hat der Karl Gustav wohlweislich ausgenutzt. Der hat gewartet, nicht wahr, bis sein Großvater gestorben ist. Dann war er der König, da konnte er die Silvia heiraten. Bitte. Gut, also hätten Sie damals länger gewartet. Ihre Mama war, glaube ich, auch Prinzessin von Baden. Nein, das war meine Großmutter. Meine Mutter war eine russische Großfürstin. Ich habe auch, meine Damen und Herren, ich habe einen fürchterlichen Blutcocktail in meinen Adern. Es ist unmöglich, mit mir zu tun zu haben. Fragen Sie mal meine Frau, sie sitzt dort hinten, nicht wahr? Die weiß etwas davon zu erzählen. Aber... Sie haben natürlich auch viele Erlebnisse gehabt, an die wir Normalsterblichen natürlich nie rankommen. Wenn man so in der Zeitung vom Kreml liest, da können Sie nur drüber lachen, da haben Sie schon drin geschlafen, als kleines Kind mit 7 Jahren. Ja, na, so alt war ich nicht einmal, ich war 4 Jahre alt. Aber
das wäre so eine Wette, die ich heute eingehen könnte beinahe. Ich würde jetzt noch zurückfinden zu dem Gebäude, wo ich damals gewohnt habe. Das würde ich noch tun können. Also ich war da noch nie. Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber er soll ja immens groß sein. Ich kann mir nicht dran verlaufen. Ja, ja. Ganz so groß ist Ihre Insel nicht. Sie sind der Herr der Mainau. Aber Sie haben 2 Millionen Besucher im Jahr. Ja. Und ich kann mich erinnern, ganz, ganz früher kostete der Eintritt 50 Pfennig. Heute, glaube ich, 7 Mark. Und jetzt weiß ich, warum da die Blumen so blühen, wenn man das Ganze multipliziert. Ja, ja, genau. So ist es, nicht wahr? Es ist halt so, dass man dadurch auch den Wertabfall der deutschen Mark genau beschreiben kann durch die 50 Pfennig und die 7 Mark. Naja, es ist halt auch so. Wir freuen uns ja für jeden Besucher, denn es zeigt ja uns auch wieder auf der Mainau, dass die Leute so etwas haben wollen. Sie kommen gerne. Die Leute suchen bei uns eben Erholung. Sie suchen Entspannung von ihrem Stress. Und das ist ja gerade das, was wir ihnen bieten wollen. Und das nenne ich Gärtnern um des Menschen willen. Haben Sie auch einen Bauerngarten? Nein, nicht direkt einen Bauerngarten, das habe ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber dafür haben wir ja ein altes Arboretum, was mein Urgroßvater, Großherzog Friedrich I. von Baden, gepflanzt hat. Ein Bauerngarten passt nicht recht in den Schlossgarten hinein. Wir versuchen ein bisschen auch etwas von der Tradition zu wahren. Es muss also auch etwas Barockes drin sein, etwas Rokoko-artiges. Denn sonst passt es nicht zum Schloss. Waren Sie schon mal, Maike, auf der Insel Mainau? Ich muss gestehen, nein. Oh, pfui, das ist ja toll. Aber ich möchte gleich dazu sagen, dass meine Eltern sich dort so etwas Ähnliches wie verlobt haben. Mein Vater hat damals 7 schwarze Rosen besorgt für meine Mutter zur Verlobung von der Mainau, höchstpersönlich selber. Na bitte, dann hat ja doch die Mainau auch in also ihre Familie. Meine Eltern sind also sehr begeisterte Bodensee-Fans und eben sehr viel auch auf der Mainau früher gewesen. Also ich mache Ihnen einen Vorschlag, Maike. Ich war auch noch nie auf der Insel Mainau. Und wenn Sie Lust haben, lade ich Sie ein, morgen gehen wir 2 dahin. Wunderbar. Ja? Okay. So, jetzt wird gebettet. Das wird Zeit, dass es jetzt losgeht hier mit der Betterei. Herr Lieber, die erste Wette hat mit Fußball zu tun und ich freue mich besonders drauf. Heute war ein wichtiger Fußballpokaltag und ich glaube, Sie sind auch ein Fußballbegeisterter. Formulieren Sie Ihre Wette. Ich wette, dass Peter Voss 50 prominente Fußballspieler an ihren Beinen erkennen kann. Ja, lieber Ted zu Hause, das ist jetzt die Frage. Ich will Ihnen die Wette etwas näher erklären. Wir haben nicht 50 prominente Fußballspieler geholt, weil es viel zu lange dauert. Wir haben 10 prominente Fußballspieler geholt und unser Kandidat wettet, dass er die Fußballer an den Beinen erkennt. Ted, bitte geben Sie mir jetzt Ihren Tipp. Schafft er es, ja oder nein? Er darf nicht einen einzigen Fehler machen. Herr Leber, jetzt fragen sich natürlich alle, was machen Sie, wenn Sie verlieren? Wenn ich verliere, werde ich am ersten Samstag im Oktober mit einem Plastiksack den Watzmann besteigen und alle leeren Dosen und alle Plastiktüten und alles, was dort herumliegt, an leeren Flaschen mit herunternehmen. Und Peter. Peter Hoffmann hat mir heute Morgen beim Spaziergang gesagt, er wird am ersten freien Samstag, den er im Oktober hat, wo er nicht singen muss, das Gleiche machen, irgendwo. Und ich wäre dankbar, wenn jeder einen freien Samstag nehmen würde mit einer Plastikhülle und würde alle Dosen einsammeln, die wir alle im Laufe des Sommers in unser Land hineingeschmissen haben. Einverstanden, ich mache mit, Herr Lieber. So, da kommt die Quote. Die Mehrheit unserer Zuschauer sagt, 61%, ja, das klappt. Jetzt bitte ich Sie alle, Ihren Tipp abzugeben. Tippen Sie ja oder nein? Herr Leber tippt ja, Heide Linde ja, nein, ja und die Maike tippt auf ja. Dann lasse ich mich jetzt überraschen und begrüße erstmal meinen Kandidaten Peter Voss. Peter, hallo. Peter, vielleicht stellen Sie sich kurz vor, was Sie beruflich machen. Ich arbeite in einem Krankenhaus in der Schweiz, bin Instrumentierpfleger und
Ein absoluter Fußballfan. Ja, seit 30 Jahren. Ich habe selbst aktiv gespielt. Wo? In Feuchtwangen. Das liegt in Mittelfranken. Und dann habe ich in Neuburg an der Donau gespielt. Da werden Sie alle Ihre alten Sportkollegen jetzt noch angucken und sagen, Peter, mach keine Fehler. Ja, dass das klappt. Und Sie wetten also tatsächlich, ich will das nochmal wiederholen, dass Sie Fußballspieler an den Beinen erkennen? Von der Hüfte abwärts an den Beinen, ja. Also wir haben Sie jetzt so versteckt, dass Sie die Burschen wirklich nur von der Hüfte abwärts sehen? Genau so ist meine Wette formuliert. Herr Voss, ich drücke Ihnen die Daumen. Aber damit ich das nicht alleine beurteilen muss, habe ich mir gedacht, suchen wir dazu einen Profi. Einer der großen Schiedsrichter, die um professionellen Fußball so vieles geleistet haben. Erinnern Sie sich an Walter Eschweiler und seinen wunderbaren Griff zur Pfeife? Herr Eschweiler. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man immer wieder das gleiche Bild gezeigt kriegt, als Sie damals auf den Po gefallen sind? Ja, ich kann nur sagen, das war die Rolle rückwärts. Die Rolle vorwärts ist immer noch in Arbeit. Wenn ich sie beherrsche, komme ich vielleicht gerne wieder. Herr Eschweiler, wir werden jetzt in zwei Runden spielen. Und zwar sind Sie so nett und pfeifen das Spiel natürlich an. Dann werden sich die Spieler erstmal ein bisschen warm laufen. Der Peter Voss kann sich die Spieler dann von Weitem angucken. Dann pfeifen Sie nochmal zur Aufstellung und dann wird er jeden Einzelnen identifizieren müssen und Sie dürfen leider keinen Fehler machen, Peter. Ich versuch's. Haben Sie eigentlich, jetzt dürfen Sie es ja sagen, Sie feiern Abschied vom Profifußball als Schiedsrichter. Haben Sie einen Lieblingsfußballer? Jetzt dürfen Sie es sagen. Also ich habe immer gerne den Franz Beckenbauer spielen gesehen, soweit das im Spiel möglich war. Aber das ästhetische und das elegante Ballspiel, das war also immer sehr verblüffend. Wir wollen hoffen, dass er auf dem Felde, dessen er jetzt tätig ist, genauso viel Glück hat wie das Feld, was er erst verlassen hat. Also der Herr Rotenstock, der Präsident des BDI, der Herr Rotenstock, hat als Lieblingsspieler sicher den Herrn Augenthaler, haben wir uns überlegt. Und der Kardinal Höfner, der hat ganz bestimmt den Hieronymus ganz besonders gerne und den Matthäus, nicht? Und fällt Ihnen auch so einer ein, der so einen Lieblingsspieler hat? Ja, ich weiß zufällig, dass die Barbara Valentin als Lieblingsspieler und Fan von Franz Beckenbauer sich gerne... Er weiß immer eine Antwort, dieser Herr Eschweiler. So, wollen wir das Spiel anpfeifen? Auf geht's. Erste Runde, kommen Sie zu mir hier rüber, Herr Voss, bitte. Und ich darf Ihnen sagen, liebe Zuschauer hier im Saal, wir haben nicht 11 Spieler. Einer musste uns im letzten Moment ansagen. Ich werde Ihnen genau sagen, absagen, werde Ihnen sagen, warum. Herr Eschweiler, wenn Sie sich neben die Tür stellen möchten, bitte. So, den Anpfiff bitte und unsere Spieler laufen ein. Peter, können Sie schon was erkennen? Peter, können Sie schon was erkennen? Ja, ich kenne schon. Sie müssen noch nichts sagen, Sie müssen noch nichts sagen. Reicht es Ihnen? Sollen wir die Spieler antreten lassen? Noch ein kleines bisschen. Noch ein bisschen. Wenn die Spieler noch ein bisschen heftiger laufen würden, meine Herren, bewegen sich bitte nicht so müde wie heute auf dem Spielfeld. Gut. So, reicht es Ihnen? Ja, das reicht. Herr Eschweiler, jetzt Ihr Pfiff bitte zum Antreten. Eine energische Pfeife, Herr Eschweiler. So. Jetzt will ich Ihnen, ich sehe, Herr Eschweiler, dass man Ihnen nicht genau erklärt hat, was jetzt geschieht. Hier stehen unsere Spieler, hier ist eine Tür. Und wenn ich dann die einzelnen Spieler aufrufe, dann lassen Sie bitte jeden raus, ja? Vielen Dank. Herr Voss, konzentrieren Sie sich. Ich finde Ihre Idee so nett, dass einer die Menschen an den Beinen erkennt. Wer ist der Spieler mit der Nummer 1? Ich schätze auf Bernd Hölzenbein. Stopp, nee, lassen Sie noch mal drin. Das, so schnell kann man doch eine Wette nicht verlieren. Oh, den heben wir uns auf. Den heben wir uns auf. Wer ist der Spieler Nummer 2? Vielleicht solltet ihr die Beine mehr zusammenstellen, damit man sieht, wie schön gerade die gewachsen sind. Oder wir machen es mal so. Herr Voss, Sie sind jetzt durcheinander. Das merke ich. Und wir wollen Ihnen helfen. Sie sagen mir jetzt mal den Spieler, den Sie mit Sicherheit sofort erkennen. Ja? Ja. Gut. Das ist die Nummer
sind eben Nummer 9, Nummer 8. Da tippe ich auf Kindernetze. Also, Herr Voss, jetzt kommen Sie mal zu mir hier rüber. Und auch zum Herrn Eschweiler. Ich fange ungern eine Sendung so an, aber Sie können nichts dafür. Ich muss Ihnen jetzt was ganz Schreckliches sagen. Es stimmte keiner. Sie haben alle drei falsch gesagt. Ich kann die Wette nicht mehr gelten lassen. Sie sind mir bitte nicht böse. Leider haben Sie verloren. Aber dafür stelle ich Sie Ihnen jetzt alle vor. Hier kommen. Geben Sie mir Gelegenheit, die Spieler alle vorzustellen. Meine Herren, laufen Sie ein. Mit der 1, Frank Mill. Mit der 2, Willi Lippens. Mit der 3, Bernd Tölzenbein. Die 4, Jupp Heynckes. Die 5, Felix Magath. Die 6, Jürgen Grabowski. 7, Georg Schwarzenbeck. 8, Winfried Hannes. Die 9, Rainer Bonhoff. Und die 10, Hans-Günther Bruns. Herr Voss, gehen Sie mal die Spieler alle begrüßen. Sie sollen wenigstens Gelegenheit haben, Sie mal kennenzulernen. Mensch, Jürgen, jetzt hat er aber ein Pech gehabt. Jetzt hat er so eine nette Idee gehabt und hat keinen von euch erkannt. Er hat lauter nur Fehler gemacht. Herr Voss, ich muss Sie jetzt was fragen, damit das Publikum nicht denkt, Sie wollten uns reinlegen. Wie erklären Sie sich, Sie müssen nicht so weit weggehen, Sie müssen keine Angst haben, kommen Sie wieder näher ran. Wie erklären Sie sich, dass Sie jetzt keinen erkannt haben? Ich erkläre es einfach aus dieser Sache aus, dass ich doch etwas nervös bin. Sind die vielleicht dünner geworden? Oder ich meine, die Beine werden sich ja nicht so verändert haben. So wie ich jetzt sehe, ist es gleich geblieben. Ich meine, die Beine von Ente Lippens, die sind doch, die erkennt man doch eigentlich auch ohne darauf zu trainieren. Gut, Herr Voss. Nicht böse sein, aber Sie kriegen von uns als kleines Andenken unsere Wetten, das Clubkarte. Ich darf die vielleicht mal zeigen. Und diese Karte erlaubt Ihnen, zu den großen Veranstaltungen des ZDF zu gehen. Wir laden Sie einmal ein zu einer großen Feier. Da können Sie sogar noch eine Reise nach Amerika gewinnen. Seien Sie nicht sauer, nicht traurig. Ich bedanke mich. Dafür haben Sie uns viele Fußballer ins Studio gezaubert. Tschüss, machen Sie es gut. So, meine Herren. Der Felix. Dieser Bursche hier muss eigentlich besonders schlecht gelaunt sein. Ich meine, hier werden sich einige freuen über den SC Geislingen, ne? Wie heißt das so schön? Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Ihr habt 2:0 heute verloren, der HSV. Das ist doch eine Katastrophe für euch. Und die Katastrophe ist deshalb so groß, weil wir völlig zu Recht 2:0 verloren haben. Und wir hatten denen nichts entgegenzusetzen. Die Geislinger haben verdient gewonnen. Das ist fair. Jürgen, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Du bist nicht mehr aktiv im Fußball, aber aktiv dem Fußball verbunden. Was sagst du zu so einem Ergebnis, wenn so ein haushoher Favorit gegen eine Mannschaft, die ja nun bisher noch nicht in der Bundesliga war, verliert? Ja, ich habe natürlich volles Verständnis für den Felix Magath und auch für den HSV. Man muss sagen, zum Schaden des HSVs passieren zum Glück im Pokal solche Ergebnisse. Das macht den Fußball, besonders die Pokalrunde, unwahrscheinlich interessant. Für den HSV ist natürlich tragisch. Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Mit ihm habe ich vor vielen Jahren auch mal die Montagsmaler gemacht, der Rainer Bonhoff. Das ist der Typ mit diesem irrsinnigen Weitwurf. In der Zwischenzeit hat sich bei mir übrigens ein Sportler gemeldet, der gesagt hat, er könne den Ball quer übers Feld werfen. Das heißt, von der Seitenlinie ins andere Seiten aus. Glaubst du das ja oder nein? Glaube ich nicht, die Wette nehme ich an. Gut, dann werde ich dich, wenn wir diesen Kandidaten in die Sendung einladen, als Schiedsrichter einladen. Nimmst du das an? Nehme ich auch an. Meine Herren, ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie alle zu mir gekommen sind. Alte Weltmeister, neue Weltmeister haben wir leider keine. Alle sehen Sie noch gut aus. Der Jupp Heynckes ist toll, dass er noch mit rüber geflogen ist. Ihr hattet einen heißen Weg hierher, aber ihr habt wenigstens gewonnen. Ja, wir haben heute 4:1 gewonnen und das ist natürlich sehr wichtig, aber wir haben auch nicht so gut gespielt, weil wir vom HSV-Spiel auch sehr geschlaucht waren vom letzten Mittwoch. Herr Hülzenbein, juckt es Ihnen nicht immer wieder in den Füßen, da noch mitzumachen? Natürlich, immer noch. Und ist das nicht doch sehr schwer, wenn man plötzlich merkt, dass man eigentlich noch topfit ist, aber nicht mehr in der ersten Reihe mitkämpft? Ja, es ist schwer, aber man muss sich damit abfinden. Ente Lippens, Sie können doch ohne Fußball gar nicht leben. Was sind Sie jetzt, Landwirt? Das ist richtig. Aber Sie, da kicken Sie mit den Eiern rum, oder was? Ich pflanze meine Kohlköpfe an, die sind etwas größer, die kann man besser behandeln. Haben Sie Kinder? Jawohl. Spielen die schon gut Fußball? Ich hoffe ja.
Wollen Sie einen von denen mal groß rausbringen? An für sich traue ich mir das zu, ja? Warum nicht? Herr Mill, über Sie wird im Moment nur Gutes geschrieben. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Form sich in Zukunft noch verbessern wird, dass Sie mal ein Stammspieler in der Nationalelf werden? Ja, im Moment spiele ich nicht so gut. Ich bin mit einer Infektion ins Spiel gegangen und fühle mich gar nicht so gut und bin froh, wenn ich zu Hause bin. Also ich finde das nett, dass Sie bei uns sagen, zu Hause. Ja. Herr Mill, herzlichen Dank und ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr gekommen seid. Das waren unsere Superfußballer, auch wenn die Wette verloren ging. Herr Eschweiler, sowas passiert. Manches Spiel geht daneben, das haben Sie oft genug erlebt. Dankeschön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, dann gucken wir uns mal den Punktestand an. Da haben wir uns ja alle gründlich verrechnet bei der ersten Wette. Und der Peter Hofmann ist als Skeptiker, als Sieger aus der ersten Runde hervorgegangen. Also alles habe ich geglaubt. Nur, dass mein Kandidat 3 Fehler zu Anfang macht, da hätte ich alles verwettet, was man nur verwetten kann. Herr Leber, Sie müssen mich trösten. Ich wäre auch, wenn er Sie alle gekannt hätte, mit dem Sack losgegangen. Mit anderen Worten, Sie gehen trotzdem. Geht trotzdem. Hervorragend. Das finde ich schön. So, Zeit für Musik. Ich habe eingeladen eine Sängerin, die eine wunderschöne Stimme hat und die so oft dieses herrliche Lied Memories aus Cats gesungen hat. Und wir haben sie natürlich gebeten, etwas Neues zu singen. Da gibt es zurzeit in England dieses Riesen-Musical Starlight Express. Und einer der großen Songs daraus wird uns hier auf Deutsch zum ersten Mal präsentiert. Er heißt Er allein und mein Gast ist Angelika Milster. So, Heide Linde, die erste Wette ging daneben. Das hat natürlich auch sein Gutes. Ich meine, bei uns soll nicht alles gewonnen werden. Wenn bei uns alle Wetten gewonnen würden, dann wäre die Sendung so langweilig. Aber ich hoffe natürlich, dass die nächste klappt. Und bitte sei so nett und trag uns vor, für wen du Wettpate bist. Sie klappt. Ich wette, dass Herbert Griegert und Klaus-Peter Eckert 20 verschiedene Mineralwasser am Geschmack erkennen können. Also, lieber Ted zu Hause, dazu will ich Ihnen noch einige Informationen geben. 20 verschiedene Mineralwasser am Geschmack erkennen. Ich will Ihnen sagen, wie wir das spielen. Damit es nicht endlos dauert, haben wir 20 verschiedene Mineralwasser in 20 gleiche Flaschen gefüllt. Davon darf sich jeder Kandidat 3 Flaschen aussuchen. Und jeder muss dann genau sagen, welches Mineralwasser er trinkt. Und dazu haben Sie 3 Minuten Zeit. Ted, Sie waren am Anfang genauso überzeugt von der Wette wie ich. Jetzt bin ich gespannt auf Ihren Tipp beim Wasser. Und überlegen Sie noch mal, verschiedenes Wasser am Geschmack zu erkennen. Wäre das jetzt eine Weinkenner-Wette, dann wäre ich ja etwas zuversichtlicher gestimmt. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Bitte geben Sie mir Ihren Tipp. Und jetzt fragen wir uns alle, Heide Linde, was machst du, wenn du verlierst? Wie du weißt, drehe ich im Moment, oder viele Menschen wissen, die Schwarzwaldklinik, diese das neue ist die Serie. Nachfolgeserie, glaube ich, fürs Traumschiff. Richtig. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, spätere Zuschauer, sich denken, wir machen uns da im Schwarzwald ein tolles Leben, trinken Schnaps und essen den guten Speck und so weiter. Und damit alle wissen, dass das nicht so ist, habe ich gesagt, ich werde, wenn ich verliere, einen Tag lang einer Krankenschwester in irgendeiner Schwarzwaldklinik assistieren. Das heißt, du bist einen Tag Krankenschwester und musst alles machen, was die Krankenschwester normalerweise tut. Ja. Einverstanden. Einverstanden. Wenn sich meine Gäste mal umdrehen möchten, Maike, schauen Sie mal, wie vorsichtig unser Ted geworden ist, unsere Zuschauer, die Meinung des Publikums wiedergeben. Nur noch 31% glauben, ja, es klappt. Bitte geben Sie mir jetzt alle Ihren Tipp. Herr Leber tippt ja. Heide Linde ja. Alle tippen jetzt ja. Also es ist ja unfassbar. Nun gut, lassen wir uns überraschen. Und ich muss mal schauen, ob unsere Wasserbar schon aufgebaut ist. Dann begrüße ich Herbert Griegert und Peter Eckert. Das ist der Herbert. Und das ist der Peter. Klaus Peter. Ihr kommt aus der Eifel? Ich, ja, aus dem schönen Euskirchen. Ich hatte mal einen wunderbaren Kandidaten aus der Eifel, der die Glocken der Kirchen erkannt hat.
Wer die nie vergessen, darf ihn vielleicht von dieser Stelle aus grüßen. Was machen Sie beruflich? Ich bin Medizinstudent in Essen. Und wie kamen Sie auf die Idee, gerade Wasser zu testen? Bei einem Bier, wie es meistens ist. Bierlaune, da haben wir uns gesagt, wir unterhielten uns über Wetten, dass. Und da hieß es, das Niveau der Sendung ist doch wohl ein bisschen abgefallen. Meinen Sie das ernst oder wollen Sie mich hier rausstacheln? Das heißt, Sie haben sich gedacht, dem müssen wir endlich mal eine anständige Wette bringen. Das und mit Bier kann jeder machen, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir Mineralwasser. Ja. Ja. Nun, wie lange haben Sie ihn geübt? Ja, seit der Brief bzw. der Anruf vom ZDF kam. Erst war es ein Jux und dann wurde es ernst. Unsere Frauen sagten, ihr habt es angefangen, jetzt macht er. Ja, wir bekamen einen Brief, so wie alle, die an uns schreiben, an Wetten, dass. Wir haben eine Idee, wir möchten gerne Wasser testen. Haben wir zurückgeschrieben, haben gesagt, es hört sich so blöd an. Bin ich gespannt, ob das klappt. Und habt ihr euch zusammengetroffen und gegenseitig tagelang Mineralwasser getrunken? Nein, also ausführender Faktor waren unsere Frauen meistens. Die haben uns dann mehr oder weniger schwer gedrückt, dass wir das jetzt machen sollen. Und wie viel Liter Wasser haben Sie denn getrunken, bis Sie diese Kennerschaft jetzt erreicht haben? Ja, also als der Countdown lief für uns so in den letzten 3-4 Wochen, da waren es bei mir persönlich im Schnitt so 3-4 Liter am Tag. Jo. Ja, das ist gar nicht so viel. Ich meine, gerade wenn man soll ja überhaupt viel Wasser trinken, ist ja auch gesund für die Nieren. Aber meine erste Wette, ich weiß nicht, ob Sie es miterlebt haben, ist ins Wasser gefallen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Wasserwette nicht ins Wasser fällt. Ich drücke Ihnen die Daumen und möchte jetzt meinen Zuschauern im Saal, die etwas klüger sind als Sie beide, sagen, wir haben da drüben hinter einer Sichtblende hier, wo meine Kandidaten nicht drüber schauen können, eine Bar aufgebaut. Dort wird jetzt die Abdeckung weggezogen, sodass meine Zuschauer hier sehen können, um welche Sorten Mineralwasser es sich handelt. 20 verschiedene Sorten kommen ins Spiel und ich habe Ihnen auf dieser Drehscheibe hier 10 stille Wasser einfüllen lassen, das heißt ohne Kohlensäure, und 10 sprudelnde Wasser mit Kohlensäure. Wer von Ihnen ist der Kandidat für die stillen Wasser? Ja. Die stillen Wasser sind tief. Dann dürfen Sie sich 3 stille Wasser aussuchen und Sie 3 sprudelnde. Ja. Was ist denn jetzt schwerer, Sprudelwasser oder stille Wasser? Ja, ich meine, es gibt da auch Schwierigkeiten an der Kohlensäurekonzentration und am Geschmack. Es gibt welche, die schmeckt man gut raus. Und andere, die aus der gleichen Gegend kommen, da wird es ein bisschen schwierig. Gut, also. Kann man es mir geben. Jetzt fragen wir nach den stillen Wassern. Welche Flaschen möchten Sie gerne haben? 11, 12, 13. Dann schreiben Sie es bitte auf Ihren Zettel. Die Flasche 11, die Flasche 12 und die Flasche 13 wird jetzt von 2 reizenden Servierfräuleins hier aus Ravensburg herausgewählt. Und welche Flaschen möchten Sie haben? Ich nehme die 1, 2, 3. Die 1, 2, 3? Ja. 1, 2 und 3 bitte von den sprudelnden Wassern. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, liebe Zuschauer, wie jetzt mancher PR-Chef, mancher Werbeleiter einer Mineralwasserfabrik hofft, dass sein Wasser genommen worden ist. Also wir haben bewusst 20 hier hergestellt, damit uns keiner Schleichwerbung vorwirft. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wenn Sie sich bitte 1, 2, 3 aufschreiben und Sie 11, 12, 13. So. 3 Minuten haben Sie Zeit. Sie müssen jetzt bloß unseren Damen noch etwas Gelegenheit geben, die Flaschen umzufüllen, die Gläser zu präparieren. Dann wird Ihnen serviert. Ab dann zählen wir erst die Zeit. Wer guckt bei Ihnen zu Hause zu und drückt jetzt die Däumchen? Ja, meine Frau ist hier im Saal und meine Tochter wird begutachtet von einer Freundin von uns und meine Eltern. Was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Krankenpfleger auf einer Intensivstation im Uniklinikum in Essen. Hätten Sie nicht Lust, wenn die Wette daneben geht, mit der Heidelinde Weißentag da ins Krankenhaus zu gehen und zu gucken, ob sie auch eine ordentliche Krankenschwester ist? Ich würde Sie gerne einen einladen, das zu machen. Ja, bei Ihnen vielleicht in der Klinik. Gerne. Dann müssen wir die nur noch in den Schwarzwald verlegen. Ich mache freiwillig Nachtdienst. So, jetzt will ich Sie nicht länger ablenken. Vor Ihnen stehen die Gläser 1, 2, 3. Vor Ihnen stehen die Gläser 13, 11, 12. Top. Die Wette gilt. Prost. Ja, zum Wohl. Am besten ist, Sie schreiben sich das erst auf. Sie können auch mal zwischeneinander, durcheinander trinken. Ich erinnere mich an dieser Stelle an meinen Teekandidaten. Der machte das mit etwas mehr Geräusch als Sie. Warten Sie mal ab, wenn der anfängt zu holen. Thank you.
noch 2 Minuten. Ich habe noch nie 2 Menschen an der Bar so ruhig gesehen. Sind wir auch normalerweise nicht. Ihnen helfe ich jetzt. Was bisher auf Ihrem Zettel steht, stimmt. Ganz ruhig bleiben. Mit Weinbrand schmeckt es besser. Damit es nicht zu langweilig wird, darf ich Ihnen jetzt schon mal etwas sagen. Er hat hier sehr gut gewertet und er hat noch 1 Minute Zeit. Sie können auch da drüben probieren, denn Sie haben ja beide gewettet, wenn Sie ihm helfen wollen. Probieren Sie mit. Also wenn Sie da gerne eingreifen möchten, ich will mich da nicht einmischen in das Team. Ich weiß nicht, was er ihm jetzt gesagt hat, sicher Südhang oder sowas. So, die Zeit ist leider abgelaufen. Jetzt müssten Sie sich entscheiden. Dann fangen wir mal mit Ihnen an. Bitte. Die stillen Wasser. Würden Sie mir bitte sagen, welches Wasser in Glas 11 war? St. Martin. Es war das Wasser St. Martin und das ist richtig. Glas 12. Burg Wallbronn. Burg Wallbronn, das ist richtig. Und Glas 13. Heppinger. Heppinger ist auch richtig. Was war in Glas 1? Ich meine, dass da Rhodius drin war. Rhodius, Rhodius ist richtig. In Glas 2. Rola. Das ist leider falsch. Das ist 4 Wasser waren richtig, 6 hätten es sein müssen. Beim zweiten kam der Fehler, das ist kein Problem. Die Leistung gefällt mir schon ganz gut, denn 4 Wasser ist mir immer noch lieber als kein Fußballer. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. So. Sie kriegen natürlich jetzt erst noch Ihre Preise. Für jeden, für den Herbert, die Clubkarte, für den Wetten, dass Club. Wir sehen uns wieder bei unserem großen Fest. Danke. Vielleicht treffen wir uns sogar in Amerika, wenn Sie eine unserer großen Reisen gewinnen. Seien Sie nicht traurig und machen Sie mir jetzt einen Gefallen. Schimpfen Sie nicht mit ihm. Nö, nicht? Er darf mich jetzt zum Bier einladen. Er darf Sie jetzt zum Bier einladen. Kein Wasser mehr. Herzlichen Dank, die Idee hat mir gut gefallen. Danke sehr. Tschüss, wiedersehen. So, der Punktestand. Komm, Julia. Ach, scheiße. In Führung immer noch Peter Hofmann. Wir steigern uns. Heide Linde, du wirst selbstverständlich in einer Klinik erwartet werden. Ich sehe dich schon in so einem hübschen Krankenschwester-Dress mit Häubchen. Ja. Mein lieber Freund, an dem Tag werden alle gesund. An dem Tag werden alle gesund. So, es gibt wieder Musik und ich freue mich, dass ich Ihnen an dieser Stelle einen Titel präsentieren darf, der in diesem Sommer eigentlich so einer der großen Sommerhits in ganz Europa war. Die jungen Leute mögen die Art der Musik von Alphaville ganz besonders, ob es damals Back in Japan war oder ihr Titel Sounds Like a Melody. Zurzeit sind sie wieder im Studio, arbeiten an dem neuen Album, die neue Single kommt bald raus und sie sind alle hierher gekommen. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie das fortsetzen, was einige Gruppen zurzeit international tun. Vor einigen Jahren hat man immer müde mit dem Kopf gewunken, wenn es hieß, eine Gruppe aus Deutschland will internationale Karriere machen. Heute weiß man, dass sehr viele Gruppen draußen Riesenerfolge haben. Und dazu gehört auch
Alpha Will. Ja, Herr Lieber, die Wasserwette. Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass Menschen überhaupt verschiedene Sorten Wasser herausschmecken. Gibt es eigentlich ein Lieblingsgetränk bei Ihnen? Ich habe das nicht verstanden. Haben Sie ein Lieblingsgetränk? Ich? Ja. Gutes Glas Wein. Würden Sie denn verschiedene Weinsorten auseinanderhalten können? Ich glaube, ja. Aber die Wasserwette, das ist schon sehr schwer, nicht? Wasser würde ich nicht schaffen. Höchstens Sprudel und Kohlensäure und Nicht-Kohlensäure. Das ja, aber weiter nicht. Ich frage Sie deswegen, weil ich weiß, dass Sie ein begeisterter Maler sind. Sie als Sonntagsmaler abzuqualifizieren, möchte ich wirklich nicht tun. Sie malen sehr schöne Bilder. Geht schon allein deswegen nicht, weil ich montags bei Ihnen mal gemalt habe. Richtig. Und dazu braucht man ja auch viel Wasser. Oder malen Sie nur mit Ölfarben? Nein, Aquarell und dann Öl. Meistens der erste Entwurf ist Aquarell. Wenn er gut wird, ist es kein Entwurf. Und was malen Sie zurzeit gerade? Ja. Ich habe ja früher einmal zeichnen gelernt, direkt nach dem Krieg, als in Frankfurt andere Schulen noch nicht offen waren, und habe versucht, mir dann die Techniken beizubringen, auch mit Hilfe von Fachleuten, und bin seit 2 Jahren dabei, etwas zu machen, was mich fasziniert. Wir haben immer gelernt, es gibt 4 Elemente. Ich halte das Licht für ein eigenes Element, das nicht den anderen assistiert, sondern das Licht ist ein Element, wie die anderen 4 auch, wie Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und haben wir als Thema seit 2 Jahren gesetzt, die Schöpfung der Menschheit zu malen. Das heißt Adam und Eva, die ersten Menschen. Und da haben wir 2 Dinge nie gefallen. Das erste, die Eva sei aus der Rippe des Adam gemacht. Das habe ich für eine grausame Geschichte gehalten. Abgesehen davon, dass ich diese Legende nicht für praktikabel gehalten habe unter Menschen. Und das Dritte, ich habe es immer für etwas weise Arroganz gehalten, dass die Weisen behaupten, die Menschheit stamme von Weisen ab. Ich kann mir vorstellen, dass Leben zuerst dort geherrscht hat, wo es warm war. Dort wohnen die Neger, die Schwarzen. Und das Lebewesen ist dann dem schwindenden Eis nachgezogen, so wie das Eis geschmolzen worden ist. Also haben Sie jetzt einen schwarzen Adam gemalt? Richtig. Ich habe einen schwarzen Adam gemalt, der liegt im Paradies und träumt von der Eva. Adam, der Erdgebundene, der Erdmensch, der Kalte. Und die Eva, die ist für mich synonym mit Frau, mit Sonne, mit Licht, mit Wärme, mit Herz, mit Wachstum, mit Fruchtbarkeit. Und so nähert sich die Sonne der Erde. Und dies versuche ich auf einem Bild zu malen. Sie sind ja ein sehr gläubiger Katholik. Kriegen Sie da mit Ihrem Pfarrer nicht Kraft, wenn Sie plötzlich Adam in anderen Farben entstehen lassen, wenn Sie plötzlich sagen... Die Sache mit Adam und Eva ist kein christliches Dogma, sondern eine altbiblische Legende, die ich nie geglaubt habe. So. Also, alles klar. So. Peter, deine Wette. Hoffentlich die erste Siegerwette in unserer Runde heute Abend. Ich hoffe auch. Also, ich habe mir Folgendes ausgedacht. Ich bin ja auch Motorradfahrer und da gibt es ja für jeden Motorradfahrer das Problem, er kann natürlich nicht viele Leute mitnehmen. Ein Beifahrer und da ist schon aus. Ne? Man hätte natürlich immer gerne mehrere dabei. Jetzt habe ich Leute kennengelernt, die haben dieses Problem gelöst. Und zwar lautet die Wette. Ich wette, dass der Polizeimotorsportclub aus Kassel schneller 31 Mann auf ein Motorrad bringen kann als der Weltmeister, nämlich die Motorradsportgruppe der Berliner Polizei. Und dazu, lieber Ted, möchte ich Ihnen auch noch ein paar Informationen geben. Der amtierende Weltmeister, die Berliner Polizei, hat bisher erst 29 geschafft. 31 bedeutet Weltrekord und wenn es beide schaffen, die Kasseler und die Berliner, für beide. Deswegen interessiert uns eigentlich nicht so sehr, ob sie beide die 31 schaffen sollen, in welcher Zeit, denn einer muss der Schnellere sein. Und ich möchte Ihnen, lieber Ted, mal kurz ein Bild draußen zeigen, wo ich Helmut Bent herzlich begrüße, der Ihnen den Wettvorgang kurz kommentiert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor der Oberschwabenhalle in Ravensburg setzen wir die von Ihnen, Frank, proklamierten Ravensburger Spiele fort mit einem super Wettkampf.
Weltrekord, Egalisierung des Wettrekords, das haben Sie ja schon gehört von Frank Elsner. Es geht also um die Zeit. Dieser super Wettkampf wird ausgetragen und dann darf ich Ihnen die Konkurrenten damit vorstellen. Zwischen der Berliner Polizei, 31 Polizisten, wir werden dann nachzählen, ob es auch wirklich stimmt, und den Freunden und Helfern aus Kassel, auch 31, inklusive Motorradfahrer. Damit habe ich Ihnen die Kontrahenten vorgestellt. Der Herr Georg Franke, Hauptkommissar der Berliner Polizei, ist der Chef dieses Unternehmens, dieser Truppe. Herr Franke, wie lange machen Sie das schon, das Pyramidenfahren, darf ich mal sagen? Na, seit 30 Jahren besteht die Gruppe. Ich selbst bin auch seit 30 Jahren dabei, bin vom Entstehungstag an dabei. Und wir sollten ganz deutlich sagen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter, Ihre Kollegen aktive Polizisten sind. In welchen Bereichen arbeiten die in Berlin? Ja, an den unterschiedlichsten Stellen des polizeilichen Alltags in Berlin, als Funkstreifenführer, bei den Einsatzbereitschaften, als Fernmelder und so weiter. Als Artisten, also Amateure, das muss man sagen, als Polizisten, Profis. Sie betreiben das als Hobby. Jawohl. Was ist an dieser Maschine, das sollten wir unseren Zuschauern, unseren TED-Zuschauern insbesondere auch erklären, nun besonders? Habt ihr was präpariert, außer diesem Gestell? Nein, wir haben nur hier diese Anbauten dran. Das ist ein ganz normales Motorrad. Das ist ein 52er Baujahr, 30 PS Motor. Und nur das Vorder- und Hinterrad sind ein neuerer Bauart. Baujahr 52, haben Sie gesagt? Baujahr 52. Mhm. So, dann gehe ich mal rüber zu den Kasselern, die Herausforderer und der Hauptkommissar Klaus Weltecke. Wird uns nun sagen, was an dieser Maschine Besonderes ist? Das ist auch eine Serienmaschine, sie ist 20 Jahre alt. Wir haben auch Anbauten dran, aber sonst vom Motor her ist sie eine ganz normale Straßenmaschine geblieben. Man könnte sie also die Geräte abbauen und wieder, wenn sie zugelassen ist, im Straßenverkehr benutzen. Und auch Ihre Mitarbeiter, die Polizisten in Kassel, die 31, die hier vertreten sind, tun aktiven Dienst, also auch Hobbyartisten, Hobby-Motorradfahrer heute Abend hier. Ja, das ist richtig, sind alles aktive Polizeibeamten aus verschiedenen Revieren und Dienststellen aus dem Bereich des Polizeipräsidenten Kassel. Und Sie sind also, wie gesagt, die Herausforderer und Sie wollen schneller sein mit 31 Kollegen als die Berliner. Dann fragen wir es, so darf ich annehmen, Frank, nun, oder befragen Sie die TED-Zuschauer oder den TED und wir melden uns dann hier wieder. Ja, herzlichen Dank, Helmut. TED zu Hause, diese Informationen müssen Ihnen reichen. Wer gewinnt, Kassel oder Berlin? Bitte geben Sie uns jetzt Ihren Tipp. Gewinnt der Herausforderer, ja oder nein? Und Peter, jetzt fragen sich natürlich auch alle, was machst du, wenn du verlierst? Ja, also ich habe mir Folgendes ausgedacht. Ich bekomme so viele Anfragen, ich soll doch mal auf Hochzeiten singen. Ja. Also man soll ja nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, aber das Singen geht vielleicht 2, 3 am Tag. Also wenn ich da alle Angebote annehmen würde, würde ich wahrscheinlich nur noch singen auf Hochzeiten. Aber diesmal, wenn ich also verliere, mache ich eine Ausnahme. Ich singe auf einer Hochzeit und du bestimmst auf welcher. Ah gut, dann machen wir Folgendes. Also das Brautpaar, das uns jetzt ans ZDF schreibt, an Wetten, dass und sagt, könnte nicht der Peter Hofmann bei uns in der Kirche singen zu unserer Hochzeit, da trittst du umsonst auf. Dann machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Du fährst in deinem dicken Auto in die Kirche, singst schön, fährst wieder nach Hause und spendierst auch noch ein paar Flaschen Sekt, ja? Ne? Gut. Also. Jetzt möchte ich nur noch eine Information dazugeben, weil jetzt sicher viele schreiben möchten. Wer möchte also mit Peter Hofmann als Tenor in die Kirche gehen und heiraten? Wir werden unter allen, die an Wetten, dass ans ZDF nach Mainz schreiben, auslosen. Ich heirate nicht. Ja? Also ich singe nur, ich heirate nicht. Ja, das kannst du ja auch nicht, das bist du schon. So, die Quote ist da. Ted ist wieder zuversichtlich. Man glaubt der Polizei, dass es funktioniert. 68-32, bitte geben Sie mir alle Ihren Tipp. Alle haben schon getippt, alle glauben auch bei dieser Wette zu wissen, wie sie ausgeht. Dann gebe ich jetzt noch mal raus zu Helmut Bendt. Helmut, wenn du so nett bist und auch das Wettkommando gibst. Machen wir gern. Die Berliner 31 Polizisten sind schon angetreten. Und ich sage es noch mal ganz deutlich, es geht natürlich auch um den Weltrekordversuch. Aber wichtig ist jetzt die Zeit. 31 Polizisten, ich soll ja auch Schiedsrichter sein, muss man ja auch nicht glauben. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Bitte abzählen, und zwar ganz schnell, bitte abzählen. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, sagen wir den nächsten Lottozahlen vielleicht mal an. So, mein Kommando gilt, wie immer in Wetten, dass top, die Wette gilt. So, 31 Polizisten in 5 Sekunden. Noch sind nicht alle drauf. Noch sind nicht alle. Jetzt, stopp!
nach 9 Sekunden. Neuer Weltrekord mit 31 Polizisten aus Berlin, die nun auch die Bärenfahne schwingen. Auf einer Ehrenrunde. 9 Sekunden und 31 Berliner Polizisten waren auf diesem Motorrad. Und wie gesagt, neuer Weltrekord. So, vielen Dank, die Berliner. So, und das ist gar nicht so einfach abzusteigen, wie bei der Berliner Straßenbahn. Beim U-Bus, abspringen. So. Das geht hier hintereinander weg, die zweite Wette. 9 Sekunden. 9 Sekunden sind zu schlagen. Das sage ich den Herausforderern nochmal. Verehrte Zuschauer, auch hier ein kurzes Abzählen. Herr Zabe, beginnen Sie bitte mit dem Abzählen. 31, alles stimmt, meine Herren aus Kassel. Freunde und Helfer aus Kassel, es gilt, 9 Sekunden zu schlagen. Herr Zabe, sind Sie bereit? Das Kommando gilt. Top. Die Wette gilt. Fünf Sekunden vergangen. Noch sind wir hier. Die Maschine streikt. Die Maschine ist leicht abgesoffen. Da muss es eine Karambolage gegeben haben. Die kann man von hier in diesem Menschengewühl aber überhaupt nicht erkennen. Ich kann mir vorstellen, warum die Zuschauer, die um uns rumstehen, lachen. Herr Weltecke, kommen Sie doch bitte mal zu mir. Ja. Herr Weltecke, kommen Sie bitte mal zu mir. Frank, wenn ich Herrn Weltecke mal hierher bitten darf. Ja, herzlichen Dank, Helmut. Wir haben das natürlich hier alle sehr gut mitbekommen. Hier ist das schon. Mir tut das leid für die Berliner, aber die Kassler waren Herausforderer, haben gewonnen. Man freut sich immer, wenn ein Herausforderer gewinnt. Und ich freue mich... Frank? Ah, nee, genau umgekehrt. Ich freue mich, dass der Peter singen muss. So ist es, richtig. Frank, darf ich noch mal stören, bitte? Ja. Ich habe jetzt den Staffelleiter, der Kasselaner, der Kasseler hier. Er soll noch kurz sagen, was nun passiert ist. Ja, die Maschine hat gestreikt und ist dadurch ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Dadurch natürlich auch beim Anfang Schwierigkeiten gehabt, sie wieder aufzurichten durch das Gewicht. Und da was passiert. Trostpflaster von mir. Sie starten wann, wo das nächste Mal mit 31 Polizisten? Das steht heute noch nicht fest. Ich wünsche Ihnen jedenfalls für das nächste Turnier toi toi toi. Zurück zu Frank Elsner. Ja, herzlichen Dank, Helmut. Also ich hatte mich geirrt, ganz klar, Herausforderer hat verloren. Die Berliner Polizei hat gewonnen in einer irrsinnigen Zeit. Und Graf Lennart, Sie haben gesagt, das ist doch fast nicht möglich. Ich glaube, Sie waren auch beeindruckt. Ja, sehr. Und jetzt... Aber das ist klar, wenn die Maschine nachher nicht anspringt, dann geht es nicht. Sie hatten Pech. Ja, wir hatten auch Pech heute am Anfang unserer Sendung. Wenn die erste Wette nicht anspringt, dann dauert das auch manchmal ein bisschen länger. Vielleicht haben wir in der zweiten Wette auch zu viele Flaschen gezeigt. Das ist natürlich auch möglich. Mein lieber Freund, wenn alles anspringen würde, wie Sie anspringen, nicht wahr? Dann würde es uns allen gut gehen. Das kann ich Ihnen sagen. Herzlichen Dank. Ich könnte eine Wette. Wir schauen uns jetzt den Punktestand an. Und immer noch in Führung Peter Hofmann mit 61 Punkten. Ich wollte auch schon immer mal auf einer Hochzeit singen. Ja, Peter, du kannst auf der Hochzeit singen, du kannst bei uns Wettkönig werden. Obwohl ich mir natürlich wünsche, dass bei der vierten und fünften Wette sich noch etwas verändert. Denn es wäre ja dann der seltene Fall möglich, Graf Lennart Bernadotte, dass Sie König würden. Das könnte passieren. Mit Apostroph. Ja, gut, ja. Mit Apostroph. Ja. So, den Wettaufruf möchte ich gerne an Sie richten, liebe Zuschauer, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Falls Sie eine tolle Idee haben, schreiben Sie uns bitte ans ORF, an das Schweizer Fernsehen oder direkt ans ZDF nach Mainz und schicken Sie uns Ihre Ideen. Und ich möchte Ihnen einen kleinen Trost geben, weil in vielen Zeitungen stand, wir hätten so viele Wetten. Ja, wir haben viele Wetten, aber eine tolle Wette, die von der Idee her besser ist als das, was wir bisher hatten, wird bei uns immer in der Hitliste oben angesetzt, das ist doch ganz klar. Und jetzt gibt's wieder Musik und ich sehe schon, dass da hinten aufgebaut ist eine großartige Band mit einem wunderbaren Rocksänger, der eine Langspielplatte gemacht hat, bei der es Freude macht, von Anfang bis zu Ende zuzuhören. Er ist zurzeit so richtig in. Jahrelang hat er gebraucht, um einigen wenigen Kennern bekannt zu sein. Dann hat er sich auch ein bisschen rar gemacht mit seinen Auftritten und dann ist wirklich ein Produkt herausgekommen, das von der Musik und vom Wort, von der Art seines Rockvortrages einfach stimmt.
Und ich freue mich, ihn heute Abend bei mir in der Sendung zu haben. Herbert Grönemeyer. So, Graf Lennart Bernadotte, ich bin ein Bewunderer Ihrer Vitalität. Oh, danke. Sie sind über 70 Jahre alt, Sie sitzen hier wie ein junger Bursch. Sie schwitzen weniger als ich. Wie haben Sie sich immer so fit gehalten? Ja, ich würde sagen, durch eine glückliche Heirat, jetzt hat meine Frau und meine Kinder, die haben mich fit gehalten, das kann ich Ihnen sagen. Da läuft vielleicht was. Ich war 1916 zum ersten Mal auf der Mainau, da war ich 7 Jahre alt. Und eigentlich könnte ich ja behaupten, dass ich ein alter Seehas bin, aber das dürfen sich eigentlich nur diejenigen Leute nennen, die dort am Bodensee geboren sind. Aber wenn ich mich nicht Seehase nennen darf, darf ich mich vielleicht ein Seekaninchen nennen, ja? Nun leben Sie so lange hier, dass Sie ganz bestimmt von den Einheimischen hier als der Einheimische anerkannt worden sind. Ja, schon lange. Und Sie haben so vieles auch für diese Gegend hier getan und diese ganzen Menschen, die hierher kommen, sind natürlich auch ein herrlicher Touristenzustrom für all die Gemeinden drumherum, für die wunderschönen Städte. Hier gibt es ja noch so herrliche alte Städte, wenn man da abends durchgeht mit einer wunderbaren Atmosphäre. Und mir macht das immer wieder viel Spaß, hier in diese Gegend zu kommen. Ihr kleinstes Töchterchen ist, glaube ich, 2 Jahre alt. Ja, das Jüngste ist so bald 2,5 Jahre. Das haben wir aber nicht mitgebracht. Aber die anderen sind alle da? Ja, nicht alle, nein. Der eine Bub ist nicht da, der ist noch in der Schule. Der geht nämlich in der Schweiz zur Schule. Und die haben ganz andere Schulzeiten. Aber ich habe meine Frau und eine Auswahl meiner Kinder hier. Graf Lennart Bernadotte. Die Wette, für die wir Sie gewinnen konnten als Paten, könnte jetzt die erste sein, bei der mal gewonnen wird heute Abend. Also ich drücke die Daumen. Vielleicht sind Sie so nett und tragen Sie uns vor. Ja, ich wette, dass Hedel Bäuerle die Lottozahlen aller Ziehungen von 1980 bis heute nennen kann. Es ist eine ungeheure Wette, muss ich sagen, selber. Es ist eine ungeheure Wette und wir werden mal sehen, wie sie es schafft. Ja, Ted zu Hause, ich möchte Ihnen dazu Informationen geben. Hedel Bäuerle kennt seit 1980 alle Lottozahlen in der numerischen Reihenfolge und in der Zehnerreihenfolge. Das heißt, sie kann alle Lottozahlen nennen, wenn ich ihr sage, am 3. Sonntag im Januar, am 5. Sonntag im Mai 1981 oder im September 1982. Und auch sie darf nicht einen einzigen Fehler machen von diesen weit über 1000 Zahlen. Schafft sie es, ja oder nein? Bitte geben Sie mir jetzt Ihren Tipp. Und jetzt habe ich natürlich noch eine große Frage an Sie, Graf Lennart Bernadotte. Was machen Sie denn, wenn Sie verlieren? Tja, das habe ich mir wirklich lange überlegt. Denn wenn man eine solche Wette hat, dann muss man auch eine entsprechende Gegenwette aufstellen, nicht wahr? Wenn es wirklich dazu kommen sollte. Ich würde furchtbar gerne Hedel Bäuerle zusammen mit meiner ganzen Familie dann nach Stockholm einladen. Und lieber Herr Elstner, es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn Sie dann mitkommen würden, ja? Und wollen wir dann nicht auch mal versuchen, die Königin Silvia dazu zu bringen, dass sie hier mal in diesem Programm auftritt, ja? Oh, Herr Graf Lennart Bernadotte, das ist ja hervorragend, da springe ich ja auf. Vielen herzlichen Dank. Daran, Graf Bernadotte, daran arbeiten alle meine Kollegen, einschließlich meiner Mitarbeiter, seit Jahren, dass uns das einmal gelingt. Mit Ihrer Hilfe gelingt es uns vielleicht. Wenn es uns nicht gelingt, wird auf jeden Fall unsere Wettkandidatin Hedel Bäuerle bei Königin Silvia einen unvergesslichen Tag erleben. Da bin ich sicher, wenn Sie mit dabei sind und Sie begleiten werden. Das könnte sein, dass sie darauf eingeht, die Königin. Das weiß man ja nicht, aber man kann ja versuchen. Gut, Sie haben so viel versucht in Ihrem Leben, was klappte. Ich bleibe jetzt zuversichtlich gestimmt. Ja. Hier ist die Quote und unsere Zuschauer sind ganz skeptisch geworden.
33 zu 67. Bitte geben Sie mir jetzt auch alle Ihren Tipp. Bitte tippen Sie, Herr Leber. Ja, ja. Peter liegt in Führung. Auch ja. Maike? Auch ja. Auch ja. Graf Lennart Bernadotte sowieso ja. Und jetzt drücken Sie uns die Daumen, dass eine Wette gewonnen wird. Und vorher muss ich schnell noch was sagen, damit ich wenigstens dann die Chance habe, falls es wieder schief geht, dass die letzte Wette gewonnen wird. Bitte alle Großmütter, 40 und unter 40, zu mir kommen. Oberschwabenhalle, leicht zu finden, steht überall dran in Ravensburg. Sie können sich auch hervorragend orientieren in Ravensburg, an jeder Ecke eine Apotheke. Ja? Also bitte kommen Sie zu uns. So. Und jetzt kommt meine Kandidatin. Hier ist Hedel Feuerle. Hedel, seien Sie nicht aufgeregt. Nein, ich bin's. Ich bin's. Ihre Vorgänger haben das alles sehr gut gemacht bisher. Es lief ein klein bisschen schief, aber hier sitzen jetzt so circa 2000 Menschen und drücken Ihnen die Daumen, Hedel. Dankeschön. Sagen Sie uns doch mal genau, wo Sie herkommen. Aus Eigeltingen am Bodensee. Das heißt, Sie sind auch ein Seehase. Ja. Ist das denn, mir hat man mal gesagt, wenn man Seehase sagt, ist das eher ein Schimpfwort? Oder hört man das gerne, ein Seehase zu sein? Ich kann das nicht so beurteilen. Ich bin nicht am Bodensee geboren, aber schon 24 Jahre hier sesshaft. Ja, man hört es auch ein bisschen. Ja. Gell? Ja. Hedel, was machen Sie beruflich? Hausfrau bin ich. Und Sie haben wie viele Kinder? 4 Kinder. Alle drücken die Daumen. Ja, sicher. 8 Däumchen werden jetzt gedrückt. Ihr Mann ist bei der Polizei? Ja, bei der Autobahnpolizei Mühlhausen-Ehingen. Und er hat vorhin sicher gestaunt, wie seine Kollegen aus Berlin in 7 Sekunden alle auf dem Motorrad waren. Ne? Ach sicher, ich habe es nicht so mitbekommen. Jetzt will ich noch mal ganz schnell Ihre Wette erklären. Hier drin, in unserer Lostrommel, haben wir so Tischtennisbälle. Auf jedem Tischtennisball ist ein Datum und in diesem Ball ist ein Zettel mit den jeweiligen Lottozahlen der Ziehung von diesem Datum. Das Ganze der letzten 4 Jahre, von 1980 bis jetzt. Ja. Und damit es nicht zu lange wird, werde ich 10 Bälle wahllos ziehen lassen. Und Sie müssen die Zahlen nennen und dürfen keinen Fehler machen. Hui. So hatten Sie sich angeboten. Wie können Sie uns sagen, dass Sie so ein tolles Gedächtnis haben? Hatten Sie das schon in der Schule? Waren Sie eine gute Schülerin? Ja, ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Für Zahlen hatte ich ein gutes Gedächtnis und es ist möglich. Ich besuche seit 9 Jahren etwa Yogakurse, Hatha-Yogakurse. Ja. Da lernt man irgendwie Konzentration und das kann sein, das ist die Ursache, die Hauptursache. Also ist, Sie konzentrieren sich jetzt, Sie vergessen uns alle, hier ist keiner mehr. Ich habe nur eine reizende Schiedsrichterin und Sie können sich vorstellen, wen ich eingeladen habe. Bei der Lottofee, da kann nur eine bei uns sein. Hier ist Karin Tietze Ludwig. Hallo Daumen. Dankeschön. Es ist ja toll, einmal die Lottofee persönlich kennenzulernen. Ich freue mich sehr, Karin, dass Sie zu uns gekommen sind. Vor allen Dingen ist das mal eine erste Übertragung ARD und ZDF zur gleichen Zeit. Nicht? In einer Gemeinschaftssendung. Ja. Wissen Sie denn schon die Lottozahlen von heute? Noch nicht ganz. Die müssten eigentlich minütlich rauskommen. Hedel, können Sie uns vielleicht sagen, die Lottozahlen von der nächsten Woche? Nein, das kann ich nicht. So weit geht's noch nicht. Nein. Karin, wenn Sie so lieb sind und mal ziehen möchten, Sie müssten, gut, wenn Sie es an der Seite machen möchten, bitte, ja. Das ist verschlossen. Ja. Zuerst bekomme ich, glaube ich, einen Versuchsball. So, ja, so. Sie hatten in Ihrer Tasche einen Versuchsball, damit ich das... Ja. Nämlich nicht nur die Reservekugel, sondern überhaupt eine Kugel in der Tasche. Also das ist der zum Probieren. Ja? Wir können ihn aber auch gelten lassen, wenn Sie es wollen. Wir können das erste Datum nennen. Gut, einverstanden. Sind Sie einverstanden? Sind Sie einverstanden? Ja. Fangen wir mit dem an. Gut. Das ist aus dem Jahre 1982. Ja. Der Monat ist Juni. Ja. Und der Tag der 12. Ich darf das nochmal wiederholen, damit wir das auch richtig einblenden können. 1982, der 6. 12.6. 12.6.1982. Das ist der 12. Juni 1982. Also, wollen wir es mal probieren? Ja. 1. Ach so. Ja, machen Sie ruhig. Sie müssen sich nicht um mich kümmern. 1, 3, 12, 20. 33, 47 und die Zusatzzahl
33,37 und die Zusatzzahl 44. Richtig! Hedel, regen Sie sich nicht auf. Solange Sie sich selber verbessern, werde ich Ihnen bestimmt keinen Fehler anschreiben. Ja? So. Danke. Zweite Runde. Wir gehen zurück in das Jahr 1981. Ist im August. Ja. Und zwar der 1. August. Der 1. August. 1981. August. 1. August. Darf ich schon? Sie dürfen, ja. 1, 5, 14, 16, 18, 48 und die Zusatzzahl 35. Richtig! Das Jahr 1980, als Sie damit angefangen haben. Ja. Der Monat September. Ja. Und der Tag der 27. Ich wiederhole das nochmal, damit wir das für unsere Zuschauer zu Hause einblenden können. 1980, September, der 27. 13, 21, 22, 33, 45, 48, Zusatzzahl 40. Richtig, Schöne! Wir haben einen guten Querschnitt. Das Jahr 1983. Juli. Ja. Der 23. 23. Juli. 1983, der 23. Juli. 3, 16, 27, 44, 46, 48 und die Zusatzzahl 9. Richtig! Bisher läuft das doch wie am Schnürchen. Ich glaube, Sie werden jetzt auch ruhiger. Wir sind schon bei der 5. Ziehung. Fein. 1981. Ja. September. Ja. Der 5. 1981, der 5. 9. Der 5. September 1981. 25, 27, 28, 34, 45, 49 und die Zusatzzahl 19. Stimmt! Noch ein ganz junges Datum, 1984. Ja. Januar. Ja. Und zwar der 21. Der 21. Januar. 21. Januar 1984. 84. 21. Januar. 3, 7, 16, 24, 28, 46 und die Zusatzzahl 18. Richtig! Karin, darf ich vielleicht darum bitten, dass wir noch mal mischen? Ja, weil es gerne. Hatten sich Zuschauer gemeldet, die gesagt haben, wir sollen auch noch mal mischen. Ja? Wir nehmen die noch mal. Ja, ja. Gut. Das ist die das 7. Ziehung. Das Jahr 1980, der November, ja. Und zwar der 15. 1980, das Jahr, in dem Hedel mit ihrer Kunstfertigkeit begonnen hat, der 15. November. 14. Sekunde, darf ich nochmal, vielleicht sind Sie etwas irritiert worden, eben durch die Mischerei. Es geht um den 15. November 1980. 80, aha, 80. 1980. Aha, das ist 1, ja? 9, 16, 21, 25, 44 und die Zusatzzahl 37. Richtig! Der September. Ja. Und der 13. Der 13.
Der 1980, der 13. September. 13.09.1980. Zwölf, 19, 34, 37, 41, Zusatzzahl 27. Richtig! Hebel, jetzt drücke ich Ihnen so die Daumen. Noch zweimal. Noch zweimal. Ja. Jetzt wird es aufregend. Sie schaffen das. Edel, Sie schaffen das. Konzentrieren Sie sich bitte. Ja. Das vorletzte Mal. Noch gar nicht alt. 1984. Ja. Februar. Ja. Der vierte. Februar. 84. Der vierte Februar 1984. 10, 32. 36, 37, 39, 44, Zusatzzahl 25. Richtig! Und noch einmal, Hebel, und wir haben es alle geschafft. Oh, noch einmal. 1983. Ja. Oktober, der 15. Der 15. Oktober. 1983, der 15.10., der 15. Oktober 1983. 7, 9, 12, 20, 33, 46, Zusatzzahl 21. Und damit hat sie gewonnen! Das war wunderschön. Gut gemacht. Redel, ich bin so froh. Graf Lennart Bernadotte, vielleicht bleiben Sie noch eine Sekunde bei mir. Vielleicht schickt er mir noch mal zurück. Wenn Sie wüssten, Sie haben bei uns gewonnen. Das war bitter nötig für meine Sendung, weil bisher alle verloren haben. Ja, ich hatte schon ein banges das Gefühl. Das Phänomen Ihres Zahlengedächtnisses wird mit Sicherheit in vielen Zeitungen besprochen werden. Heute Abend wird man überall in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in allen Ländern, wo man uns sieht, darüber nachdenken, wie kann ein Mensch so ein Gedächtnis haben. Und wenn Sie einen Fehler gemacht hätten, wäre das gar nicht schlimm für Sie gewesen. Dann wären Sie nämlich eingeladen worden nach Stockholm zur Königin Silvia mit dem Graf Lennart Bernadotte. Und ich werde mir jetzt natürlich überlegen, Hede, wie ich dem Graf Lennart morgen irgendwie beibringe und locker sage, dass man doch diese Reise eigentlich auch so macht. Also, jetzt... Er winkt, Hede. Ich darf Ihnen unsere Clubkarte überreichen. Damit sind Sie Ehrenmitglied im Wetten, dass Club. Wir sehen uns wieder zu unserer großen Feier. Eine große Reise können Sie dort noch gewinnen. Sie haben uns viel, viel Freude gemacht. Und ich bedanke mich vor allen Dingen auch dafür, dass Sie den Mut gehabt haben, sich bei uns zu melden. Ja, Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Dankeschön, Karin. Danke, Küche. Mein Mann ist Ihnen eine große Ehre. So, dann gucken wir uns den Punktestand an. Vor der letzten Runde führt immer noch Peter Hofmann. Glücklicherweise sind in der Zwischenzeit etwas mehr Punkte zusammengekommen. Denn unser Wettkönig soll ja auch ein bisschen Geld nach Hause tragen. Und jeder Punkt dort hinten an der Wand wird umgesetzt in eine Mark. Und ich hoffe, dass nachher ein erkleckliches Sümmchen zusammenkommt. Maike, jetzt geht's los. Gewinne ich, verliere ich, vielleicht sind Sie so nett und formulieren noch mal Ihre Wette. Und geben mir vorher aber noch mal kurz Gelegenheit, etwas zu sagen. Wir haben über 500 Anrufe bekommen
zu unserer Sendung mit dem Wasser. Und da haben sich ein paar Menschen beschwert, dass das Wasser, bei dem unser Kandidat verloren hat, kein Mineralwasser, sondern ein Sodawasser gewesen sei. Nun darf ich Ihnen dazu sagen, die Liste der 20 Wasser, die sich unsere Kandidaten merken können, kommt von den Kandidaten selbst, sodass sich also unsere Kandidaten nicht beklagen können. Und wenn Sie das wissen, dann hoffe ich, dass Sie sich jetzt auch nicht mehr die Finger wund wählen müssen. So, und jetzt zu Ihrer Wette. Also ich habe gewettet, dass Sie es nicht schaffen, 15 Großmütter hier auf die Bühne zu bringen, die unter 40 sind. Und Sie müssen einen Kinderwagen mit sich bringen. Ja, also das mit dem Kinderwagen ist sicher nicht schwer. Die Großmutter unter 40 wird etwas schwerer sein. Dass Sie 15 sich gewünscht haben, daran werden wir wohl möglich scheitern. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Ted zu Hause, schaffen wir es, ja oder nein? Bitte geben Sie uns Ihre Meinung durch. Und Maike, was machen Sie denn, wenn Sie verlieren? Das ist eine schwierige Sache. Jetzt habe ich den Vorteil, ich arbeite hier im Krankenhaus. Und ich habe einen ganz guten Draht auch zur Gynäkologie und zur Entbindungsstation auch. Ja. Da ist von einer Kollegin der Verlobte, der arbeitet dort als Arzt. Und der kann mir mal sagen, wenn sehr viele Frauen dort liegen und auch dementsprechend viele Männer sich die Füße vor der Tür heiß laufen. Und die verspreche ich dann diesen Tag über zu betreuen. Das heißt, Sie trösten die wartenden Väter. Finde ich sehr nett, Maike. Ja, dann warten wir eigentlich hier nur noch auf die Quote. Graf Lennart Bernadotte, ich habe da hinten eben so eine Art Nötigungsfrage gestellt. Darüber werden wir nachher noch mal in Ruhe sprechen. Aber es reicht uns natürlich auch, wenn Sie uns das Schloss von außen zeigen. Sie müssen uns nur sagen, wo dann der Eingang ist. Nicht? Das tue ich ja. So, da ist die Quote. Und Ted ist wieder vorsichtig. Die Mehrheit unserer Zuschauer tippt auf 47. Ja und 53 sagen Nein. Bitte geben Sie mir jetzt alle Ihren Tipp. Und Sie müssen ja jetzt Nein tippen, weil Sie ja sagen, wir schaffen es nicht. Ja, meine Sendung geht langsam aber sicher zu Ende. Und hoffentlich nicht mit einem Verlust. Hoffentlich kommen jetzt 15 Großmütter mit Kinderwagen und alle sollen sie nicht über 40 sein. Dann kann ich nur noch sagen, top, die Wette gilt. Oma! Oh, hereinspaziert, freue ich mich, ich begrüße Sie, wenn wir vielleicht so eine kleine Kurve fahren. Guten Abend, Sie sind wirklich eine Oma? Ja. Sind Sie auch eine Oma? Ja. Also Sie sind nie im Leben eine Oma? Doch. Das ist ja nicht zu fassen. Vielleicht machen wir da mal so eine bunte Reihe. Ja, Maike, was sagen Sie denn dazu? Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Sie wollen mir doch nicht einreden, dass Sie eine Oma sind. Jetzt mal ganz ehrlich, sind Sie eine Oma? Ja. Gucken Sie sich doch mal diese jugendlichen Omas hier an. Also Graf Bernadotte, ich habe immer gedacht, Sie sind was Besonderes. Aber wenn ich diese jungen Damen sehe hier. Jetzt guckt euch doch bitte das mal an, liebe Zuschauer. Hier kommt die Oma auch noch gleich mit dem Enkelkind an. Jetzt müssen wir mal nachzählen. Vielleicht kann mir mal einer einen Tipp geben. Sind es nun 15 oder sind es nicht 15? Ich zähle hier schon mindestens 20. Und jetzt muss ich Kontrolle machen und die Wette werten. Wenn Sie mal alle ganz, ganz leise sind. Ich fange mal hier drüben an. Würden Sie bitte so nett sein und mir bestätigen, dass Sie Oma sind und nicht über 40? Ich bin mit 40 Oma geworden. Mit 40 Oma, das gilt. Maike, das gilt, ja? Mit 40 Oma gilt. Dann, Sie haben alle Ihren Pass mitgebracht und das Stammbuch der Familie. Jetzt muss ich mich mal neben Sie stellen hier. Sie sind wirklich eine Großmutter? Ja. Sie haben im Kindergarten angefangen, oder? Nein, nein. Wie alt waren Sie denn, als Sie Ihr Baby bekommen haben, Ihr erstes? Knapp 19. Und Ihre Tochter? Auch 19. Das heißt, Sie sind also tatsächlich mit 40 bereits ja, Oma mit gewesen? Ja, 39 schon. Gut, das ist die zweite. Sie auch. Die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Ich gehe mal davon aus, dass meine Redakteure, die hinter der Bühne mitgearbeitet haben, jetzt nachgeguckt haben, damit ich das nicht alles jetzt prüfen muss. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Sie mich jetzt nicht alle anlügen. Wo sind Sie denn jetzt gerade angereist? Aus Bad Schussenried. Sind Sie extra hierher gekommen? Jawohl. Und das ist das Engel. Wo kommen Sie gerade her? Von der Hochzeitsfeier weg. Und jetzt gucken die alle zu Hause und sehen Sie im Fernsehen. Jawohl, dann jawohl. Darf ich die Hochzeitsgesellschaft sehr herzlich grüßen. Und Oma ist gut angekommen. Alles in Ordnung.
Jetzt möchte ich auch die Omas da drüben noch begrüßen. Ist denn das hier der Original-Kinderwagen, den Sie immer benutzt haben? Ich kann nicht sehr viel gut Deutsch sprechen. Ich bin von San Francisco. Oh, Sie sprechen hervorragend Deutsch. Sie kommen von San Francisco. Und leben Sie hier? Nein, ich besuche meinen Vater, Francesco Angeletti, in Weingarten. Ah, die Oma aus San Francisco mit einem Pass der Vereinigten Staaten. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Es ist für mich wirklich eine sehr undankbare Aufgabe, wenn ich jetzt hier durchgehe und das Alter der Damen kontrolliere. Ich bin davon überzeugt, dass hier niemand ist, der mich anlügt. Ja? Ich glaube Ihnen allen, dass Sie nicht älter als 40 waren, als Sie Oma geworden sind. Und Sie nicken jetzt alle, ob das stimmt. Ja? Das stimmt wirklich. Hier lügt mich keiner an. Jetzt wird da hinten telefoniert, da kommt mein Schiedsrichter, der sagt, ich soll es doch testen. Sekunde. Also, Moment. Ja, Herr Intendant. Ah, das ist nett, dass ich das auf diese Art und Weise erfahre. Ich bedanke mich. Dankeschön. Also, ich darf meinen Zuschauern versichern, dass alles vor den Toren noch kontrolliert wurde und meine Mitarbeiter sich alles angeschaut haben und ich glücklicherweise nicht in der Lage sein muss, jetzt all die Damen nach ihrem Alter zu fragen. Ich freue mich sehr, dass auch du zu mir in die Sendung gekommen bist. Ich bin der liebe Onkel Frank und ich hoffe, dass du dich immer daran erinnerst, wenn du wieder zu uns kommst. So, Maike, bei wem soll ich mich da näher bedanken? Bei meiner zauberhaften Saalkandidatin, die diese tolle Idee hatte, bei meinen wunderbaren Mitstreitern, die weite Reisen unternommen haben, um hier noch heute Abend herzukommen. Ich danke Ihnen sehr. Vielleicht bleibt das auch für Sie ein unvergessliches Erlebnis, als junge Oma mit Kinderwagen und zum Teil mit Enkelkind bei uns präsentiert worden zu sein. Ich begrüße nochmal die Mannschaftsführer unserer Polizeimannschaften aus Berlin und aus Kassel und darf Ihnen noch unsere Clubkarten mitgeben, die selbstverständlich auch für Ihre Mitglieder, den Polizisten, die mit Ihnen gefahren sind, gelten. Und nun zu unserem Wettkönig. Und da ist es ganz klar, mit der Summe, der Gewinnsumme von 6.080 Mark, unser Wettkönig heute Abend, Peter Hofmann. Peter, darf ich dich zu mir bitten? Peter, komm zu mir. Und du hast jetzt natürlich eine besonders angenehme Aufgabe. Dein Preis wird selbstverständlich weitergegeben an alle Polizisten. Und ich muss dir sagen, wenn du das nächste Mal angehalten wirst, wenn du Motorrad fährst oder zu schnell Auto fährst, dann kurbelst du einfach mal so runter und sagst, na Jungs, erinnert ihr euch noch an den Preis, den ihr damals von mir bekommen habt? Also meine Herren, die Sie mitgeholfen haben bei diesem Weltrekordversuch, ich gratuliere Ihnen nochmal. Sie bekommen die über 6.000 Mark für Ihre Kasse. Und Peter, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Die Berliner, richtig. Und jetzt habe ich noch etwas Schönes hier bekommen. Die verlorene Kasseler Mannschaft wird vom Kasseler Polizeipräsidenten zum Sonntagsfrühstück eingeladen. Na, bitteschön. Hoffentlich haben Sie am Sonntag Zeit. Darf ich mich nochmal bei Heide Linde Weiß bedanken, bei Graf Lennart Bernadotte, bei Herrn Leber. Maike, kommen Sie nochmal zu mir. Sie waren eine hinreißende Saalkandidatin. Schauen Sie sich die jugendlichen Omas an. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen Gleiches gelingen möge. Oh Gott, das schaffe ich nicht mehr. So, dann darf ich mich von Ihnen verabschieden. Meine nächste Sendung wird am 27. Oktober sein aus Mainz. Hoffentlich hat sie ein bisschen Freude gemacht. Nicht traurig sein, dass die ersten Wetten nicht funktionierten. Aber Hedelbäuerle werde ich mein Leben nicht vergessen. Tschüss und auf Wiedersehen.